Ihr wisst ja, vor jeder Sendung gibt es immer eine kleine Erinnerung daran, dass wir eure Unterstützung brauchen. Übrigens, eure Unterstützung ist wichtig. Wir haben jetzt auch Werbepartner, die uns unterstützen. Wir versuchen also, dieses Projekt auf möglichst viele Säulen zu stellen. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, wenn wir jetzt auch Werbung machen, dann müssen wir ja nicht mehr. Nee, nee, weil, das ist natürlich genau der Punkt, wir wollen ja nicht, dass die Werbung in irgendeiner Form Einfluss nehmen kann. Wir wollen uns einfach breiter aufstellen. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen die Unterstützung unserer Werbepartner. Und ja, hier gibt es diesen kleinen Sinnfragenkombinator, der so interessante Fragen auswirft wie: Ist Demokratie gefährlich oder ist Macht nervig? Oder ja, hier sollte man Fair Talk unterstützen. Interessant. Die Antwort kennt ihr und alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, unter diesem Video. Ich sage schon mal im Namen des gesamten Teams herzlichen Dank. Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Heute Abend aus Hamburg. Guten Abend. Hallo. Ja, volles Haus hier in Hamburg. Wir freuen uns sehr mit euch im Publikum. Ein spannendes Thema. Tiefer Staat, verdeckte Operationen und investigativer Journalismus. Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Und wer die Wahrheit sagt, so sagt es ein altes Sprichwort, der braucht ein schnelles Pferd. Und ein anderes sagt, wer die Wahrheit nicht wahrhaben will, der wird sie auch niemals wahrnehmen. Oftmals fühlen Menschen sich mit einer Lüge wohler, wenn das Weltbild dadurch nicht durcheinander gerät. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Wenn der Feind bekannt ist, dann hat der Tag Struktur. Wir haben heute vier Menschen an diesem Tisch sitzen, die seit Jahrzehnten daran arbeiten, die Wahrheit zu gesellschaftlich brisanten Themen mit ihren Recherchen ans Tageslicht zu bringen. Estonia, Barschel, Nord Stream, 9/11 oder Zellerloch, um nur fünf dieser Themen zu nennen. Wie schwierig ist es heutzutage, diese Recherchen durchzuführen? Sind unsere Demokratien wirklich auf den Willen des Volkes ausgerichtet? Und ist es vielleicht am Ende nicht doch besser, wenn wir nicht alles wissen? Das sind nur drei von drei Fragen, über die ich heute Abend sprechen möchte. Mit herzlich willkommen Jutta Raabe. Hallo Frau Raabe, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen Frank Höfer. Hallo Herr Höfer. Ein ebenso herzliches Willkommen Patrick Barb. Guten Abend Herr Barb. Und nochmal herzlich willkommen Matthias Bröckers. Guten Abend, Herr Bröckers. Ja, wie startet man in so ein Thema ein? Dieses Thema ist so unglaublich komplex, dieses Thema ist so unglaublich groß und die zwei Stunden, die wir heute Abend zur Verfügung haben, die werden ganz sicherlich nicht ausreichen, um alles zu klären. Aber wir werden uns viele Dinge anschauen und danach wird es dann ja auch noch das Q&A geben. Unser Publikum hat dann die Gelegenheit, im Anschluss an diese Runde Fragen zu stellen. Aber meine erste Frage, die geht jetzt an Frau Raabe. Frau Raabe, Sie haben 16 Dokumentarfilme und Reportagen über die Estonia gedreht insgesamt. Ich glaube, jetzt demnächst kommt auch wieder was Neues. Sie sagen, die Estonia, die wurde versenkt. Das ist ja eine ziemlich starke Aussage und meine Frage ist, wieso höre ich das nicht rund um die Uhr in den Nachrichten? Weil ich kann mich daran erinnern, das ist ja schon Jahrzehnte her, dass das geschehen ist und ich habe, bis ich auf Sie gestoßen bin, dieses offizielle Narrativ für richtig gehalten. Sie sagen nun tatsächlich, das ist kein Unfall gewesen, sondern es war Absicht. Wie kommen Sie dazu? Ja, also ich muss erstmal vielleicht vorausschicken, mein Vater hat Schiffe gebaut und der hat auf der Howaldtswerke Deutsche Werft zwar nur als ganz normaler Arbeiter gearbeitet, aber der hat mir das Prinzip, warum Schiffe schwimmen, schon als kleines Kind erzählt und ich war bei diversen Stapelläufen dabei und daher weiß ich,
ein Schiff kann nicht sinken, wenn eine Bugklappe nur aufgeht, dahinter aber noch eine Autorampe den Eingang sozusagen in dieses Autodeck versperrt. Dann kann an der Seite in der Tat Wasser reinkommen, aber das Schiff versinkt dann nicht wie ein Stein, wie die Estonia innerhalb von einer halben Stunde versunken ist, sondern wie die Jan Hevelius vor Polen ja da, die hat sich auf die Seite gelegt, sich dann sogar noch gedreht, weil das Schiff kann die Stabilität verlieren, weil das Wasser, das eingedrungen ist, kann tatsächlich dazu führen, dass das Schiff sich auf die Seite trägt. Aber ganz unten sind noch drei Decks und die sind voll Luft. Und ein Schiff schwimmt, weil Luft in diesen Hohlräumen ist. Das ist das alte physikalische Gesetz des Archimedes. Ja? Und das ist im Fall Estonia nicht anders. Und deswegen können diese Untersuchungskommission, die Schweden da auf die Beine gestellt hat, den Menschen noch so viel ungeheuerliche Dummheiten erzählen. Für mich ist es ganz klar gewesen, praktisch nicht vom ersten Tag an, aber relativ schnell, dass das Schiff, weil es so gesunken ist, wie es gesunken ist, dass es nicht das Wasser durch die angeblich abgerissene Bugklappe gekommen ist. Und dann habe ich ja drei verschiedene Tauchaktionen tatsächlich mit professionellen Tauchern organisiert und dann haben wir Kameras runtergeschickt und die Taucher selber haben auch gefilmt. Und siehe da, wir haben große Löcher gefunden, Löcher im Stahl. Und zwar die von innen nach außen gehen, wie Tulpen aufgeblättert sind sozusagen. Und das sind Explosionslöcher. Da brauche ich auch kein Fachmann für sein, da muss ich nicht Metallurgie studiert haben. Wenn ich das sehe, übrigens genau das gleiche Erscheinungsbild, wie wir es jetzt bei Nord Stream 2 haben. Es gab ganz wenige Bilder nur von diesen Löchern. Genau dasselbe, aufgeblättert nach außen, dann kann nur von innen nach außen gesprengt worden sein. Und ich maß mir gar nicht an, jetzt rausgefunden zu haben, wer dahinter steckt. Aber das kann man 1994 fast sich an allen fünf Fingern abzählen, weil da war die Konfrontation Ost-West im Kalten Krieg noch viel klarer. Da waren die Machtverhältnisse eigentlich noch klarer verteilt, als es jetzt sind. Darüber werden wir heute Abend noch im Detail sprechen. Herr Hüffer, vor dem 11. September 2001, Sie haben unter anderem auch beim Mitteldeutschen Rundfunk, ich glaube, als Cutter gearbeitet. War da für Sie die Welt noch komplett in Ordnung? Vor dem 11. September war sie das, auch noch ein, zwei Jahre danach, ehrlich gesagt. Aber dieses Ereignis hat mich natürlich, wie jeden Mensch wahrscheinlich auf dieser Welt, erstmal in meinen Bann gezogen. Es hat mich aufgeweckt in der Form, dass an dem Tag mir klar wurde, es gibt noch eine Welt außerhalb meiner eigenen Welt. Ich war 19 Jahre alt und seitdem habe ich alles aufgezogen, was zu diesem Ereignis irgendwo publiziert wurde, egal aus welcher Richtung, und habe mir da relativ schnell irgendwie ein eigenes Puzzlebild zusammenbauen können und bin seitdem skeptisch. Also von daher, dieser Tag hat auch für mich sehr viel verändert. Herr Barb, Sie haben viel zu Uwe Barschel recherchiert und auch publiziert. Wieso dieses Thema? Wie sind Sie dazu gekommen? Was war der Anlass dafür? Im Grunde war das reiner Zufall und wir wollten dieses Thema gar nicht haben. Wir haben einfach unserem Chef beim Norddeutschen Rundfunk ein Exposé geschrieben, ohne das zu verbinden mit großen Hoffnungen, weil wir dachten, naja, das machen dann die Pulitzer-Preisverdächtigen Großjournalisten und nicht wir Provinzredakteure in Kiel. Aber am Ende landete das Thema doch bei uns. Und dann haben wir eben angefangen und wir standen, und das wussten wir gar nicht, in Konkurrenz zu einem Team des Westdeutschen Rundfunks, dem das Thema bereits versprochen war. Und am Ende hat sich dieses Team des Westdeutschen Rundfunks völlig zerlegt. Und Andreas Kirsch, Stefan Lamy und ich, wir mussten dann nur noch einen guten Film machen. Und aufgrund meiner Verbindungen in Berlin, ich habe damals schon in Berlin gewohnt, kamen wir natürlich an Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit heran, die vorher noch nicht öffentlich waren. Und aufgrund meiner Verbindungen nach Paris, ich komme vom Saarländischen Rundfunk, hatten wir sehr schnell ein Interview bekommen mit dem früheren iranischen Staatschef Abolhassan Banisadr, der aus iranischer Sicht die Dinge begleitet hat. Und das Ganze mündete zunächst einmal in einen Film für die ARD, 45 Minuten, abends um 21.45 Uhr. Und der Film sollte
noch am Vortag der Sendung aus dem Programm gekippt werden, nach dem Motto, wir senden was über die Royals, das ist verkauft sich besser und nicht diese ollen Kamellen über Barschel. Am Ende hatten wir eine sehr gute Quote und dann hat man auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 14 Tage nur noch Freunde. Wir haben dann noch längere Filme gemacht, es waren insgesamt 3. Und das Ganze mündete in ein Buch, das hier auch liegt, im Spinnennetz der Geheimdienste, als ich bekannt geworden bin mit einem Politikwissenschaftler der Pennsylvania State University, Professor Robert H. Kerry. Robert H. Kerry, wir sind heute gute Freunde, war 15 Jahre Senior Advisor to the Pentagon. Also er war Teil der Sicherheitsfamilie der Vereinigten Staaten. Und er stellte sich einfach hin und sagte, da haben wir die Finger drin gehabt. Und da wussten wir, wir waren auf der richtigen Spur. Und so konnten wir Überlegungen in Deutschland, in Europa und amerikanische Überlegungen zusammenzuführen und die Argumentationskette verdichten. Herr Brockhaus, Herr Höfer hat eben gerade gesagt, 2 Jahre nach 9/11 war für ihn die Welt noch in Ordnung. Was ich bei Ihnen erfahren habe und was ich erstaunlich finde, Sie haben bereits am, ich glaube, 12. September 2001 gedacht, hier stimmt was nicht. Das ist ja extrem früh. War das intuitiv oder wie sind Sie dazu gekommen? Nee, das war intuitiv auch. Also die Intuition soll man ja nie zu klein halten. Nein, es hatte schlicht damit zu tun, dass ich im Sommer 2001 angefangen hatte, ein Buch über Verschwörungstheorien zu schreiben. 2 Jahre vorher hatte ich mit dem Robert Anton Wilson, Kollegen aus Kalifornien, ein Lexikon der Verschwörungstheorien rausgegeben, beim Eichborn Verlag damals. Und das, da hatten wir die ganzen sozusagen historischen Verschwörungen, Verschwörungstheorien, auf so halb satirische Art porträtiert. Und das Buch lief sehr gut. Die riefen an, komm, mach doch noch mal was in der Richtung. Und der Robert war krank. Habe ich gesagt, gut, mache ich alleine. Dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, ich wollte schreiben, so im Mai, Juni habe ich begonnen, ein Buch, wie sind Verschwörungstheorien aufgebaut, wie funktionieren die eigentlich, wie läuft das? Und am 11. September morgens, ich musste ja, hatte einen Buchvertrag, ich wollte fertig werden, musste also jeden Tag ran, habe ich mir notiert und darüber geschrieben, Verschwörungstheorien reduzieren komplexe Zusammenhänge auf einen einfachen Sündenbock. Das war sozusagen der Gedanke, den ich da ventiliert habe an dem Tag. Dann passiert der 11., also 9/11, ich sitze wie der Rest der Welt und schaue mir an, ist ja irre, ne? Flugzeug, Ding, also und wundere mich, dass so ungefähr, es waren so circa 45 Minuten, eine Stunde, fällt zum ersten Mal verdächtigt, wird Osama bin Laden. Okay, kann man ja mal sagen, ja, der hatte die USA mehrfach bedroht und so weiter. Ich habe dann noch bis in die Nacht im Internet und auch auf den amerikanischen Sendern das verfolgt, bis ich eingeschlafen bin. Am nächsten Morgen wieder rein ins Netz und ins Fernsehen. Und da gab es schon gar nichts mehr anderes als Bin Laden. Also man hat sozusagen einen Sündenbock aus dem Hut geholt. Und das war genau der Gedanke, den ich am Tag vorher gedacht habe, oh, hier stimmt was nicht. Also, dass ich darauf so schnell gekommen bin, das hatte damit zu tun, dass ich quasi vorgearbeitet habe zum Thema, wie funktionieren denn Verschwörungstheorien und zack. Und dann habe ich den Verlag angerufen, habe gesagt, Leute, also dann habe ich meine Kolumnen geschrieben, die erschienen dann auf Telepolis in, ich weiß nicht, 80 Folgen. Ich wollte das gar nicht, ich wollte ja mein Buch schreiben, aber ja, jetzt hatte ich auf einmal das, was ich theoretisch und historisch aufdröseln wollte, hatte ich auf einmal live auf freier Wildbahn. Und darüber habe ich dann geschrieben. Und dann sagte der Verlag, oh nee, dann sage ich, Leute, wir müssen das Konzept ändern. Ich habe jetzt hier sozusagen eine Live-Verschwörungstheorie, Osama war's. Und oh, dann bekamen die ein bisschen kalte Füße. Und sagten, nee, bleiben Sie doch beim Historischen und so, ja. Und das habe ich aber dann nicht gemacht. Und dann mein alter Verleger Lutz Kroth von 2001, der hat dann das Buch gebracht, ein paar Monate später. Und ich habe
ich hatte das gar nicht vor. Ich wollte ja über historische Dinge schreiben und bin davon ausgegangen, wie er eben gerade auch sagt, die großen Investigativabteilungen, hier ehemaliges Nachrichtenmagazin, ZDF, ARD und so weiter, die werden sich ja daran setzen. Das sieht ja jeder, dass hier was nicht stimmt. Aber die kamen nicht und deshalb musste ich es machen. Frau Rabe, Sie beschäftigen sich, wie gesagt, sehr lange mit dem Thema und für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, für die das jetzt erstmal so ein Schock ist, so, was ist da passiert? Vielleicht noch mal einmal, um es noch deutlicher zu machen, was ist das offizielle Narrativ und was haben Sie herausgefunden? Werbung. Einzigartig, einfach intelligent, das Wallaphone 22. Wichtige Alltagsfunktionen mit einer Geste aufrufen. Mehr Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Das leistungsstarke Wallaphone aus Deutschland auf wolla.online. Ja, das offizielle Narrativ kann man ja auf jeder Webseite, Wikipedia sogar, nachlesen. Nämlich, dass die Bugklappe, und die ist ja tatsächlich aufgegangen, also offensichtlich, wie ich es rausgefunden habe, wie wir es gesehen haben und technisch nachgewiesen haben, offensichtlich abgesprengt an den Verschlüssen, weil da befinden sich Sprenglöcher und da hat es auch nach den technischen Analysen Sprengmerkmale gegeben. Also die Bugklappe ist tatsächlich hoch und runter gegangen und dann abgefallen. Dahinter war aber noch eine Autorampe, die war nicht ganz wasserdicht abgeschlossen. Und die offizielle Kommission in Schweden sagt, diese Autorampe ist offen gewesen, und also oder so hat so hin und her geschlackert, ist immer auf und zu gegangen und dann sind Hunderttausende von Tonnen Wasser auf das Autodeck raufgeflossen und haben eben dafür gesorgt, dass das Schiff in einer halben Stunde blub blub weg war. Das Schiff ist, also wenn so das Schiff ist, ist es so einfach nach zack weggesackt. Und wie gesagt, physikalisch kann das nicht stimmen, habe ich ja erklärt. Und dann haben wir eben auch diese Löcher gefunden. Wir haben ja Videokameras runtergeschickt. Und dann hat man das gesehen, dann haben wir auch zwei Taucher gehabt, die sogar Metallteile abgeschnitten haben. Und da fing dann eigentlich noch die größere Verschwörung an. Ich muss ja immer sagen, Verschwörungstheorien, ich sehe eigentlich immer viel mehr, dass die auf der anderen Seite sind. Also ich krieg das ja immer hautnah mit, wie ein Apparat anläuft, der vertuschen will. Mhm. Also wenn eine Regierung nicht möchte, dass eine bestimmte Version, und auch wenn sie ganz unerheblich nur technisch ist, ans Licht kommt, dann fangen die an zu vertuschen. Und manchmal sind da dann auch Stümper am Werk und dann passt eben das eine Puzzleteil nicht zum anderen. Und hier bei der Estonia waren viel zu viele Stümper am Werk. Trotzdem halten die bis heute dieses Narrativ aufrecht. Jede Kommission, die sich damit wieder beschäftigt, kommt immer wieder zu dieser Berechnung, ja, tausende von Tonnen sind übers Autodeck reingeflossen. Wir haben sogar noch jetzt, heute noch, ich habe gerade mit denen jetzt im Frühjahr gesprochen, noch zwei Zeugen, zwei junge Männer, zwei Triathleten, die an Bord waren. Also richtig sportlich, gut durchtrainierte junge Männer. Die sind in ihrer Panik damals nach vorne gelaufen. Die waren am Bug und die sind über diese geschlossene Autorampe, weil die nach außen hin so Raster hatte, runtergeklettert, weil denen das zu gefährlich war, aus 30 Meter Höhe runterzuspringen. Das heißt, das sind die besten Zeugen dafür, dass diese Autorampe verschlossen war. Also wenn zwei Zeugen, die da runtergeklettert sind, das Ganze überlebt haben und das aussagen nachher, wie kann sich eine technische Kommission hinstellen und sagen, nein, diese Klappe war offen und da ist alles Wasser reingekommen und dann so ist das Schiff eben untergegangen. Also man sieht, es wird unglaublich viel versucht, irgendwie technische Erklärungen, aber dann natürlich auch ganz schnell wird man als Journalist selber persönlich angegriffen. Dann heißt es zum Beispiel also, warum will jetzt Jutta Rabe den schwedischen Staat schlecht machen? Und das zieht sich dann tatsächlich hin, bis in die Politik. Ich habe also damals erlebt, positiv wie negativ, ich habe positive Erfahrungen gemacht bei deutschen Politikern, die mir geholfen haben, oder auch bei EU-Politikern, die sich eingesetzt haben für Aufklärung. Und dann habe ich aber auch genau das Gegenteil erlebt. Oder auch bei Chefredakteuren. Ich habe ja damals für den Spiegel gearbeitet, Spiegel TV. Ich war ja eigentlich immer TV-Journalistin. Und das ist ganz komisch. Also die 6 Jahre, die ich da gearbeitet habe, bin ich eigentlich immer mit den Chefredakteuren und dem einen großen Chefredakteur sehr gut ausgekommen. Aber da war plötzlich Schluss.
Als ich dann gesagt habe, diese ganze Aktion sieht mir aus, wie von den Russen initiiert. Also ich kann keinen westlichen Geheimdienst jetzt unbedingt sehen, der da reingeht und so ein Schiff versenkt und 852 Tote in Kauf nimmt. Und da war Schluss bei dem großen Vorsitzenden des Spiegel. Und da haben sich unsere Wege auch getrennt. Und von da an habe ich alles nur noch alleine recherchiert. Mhm. Und dann ist es auch immer eine Frage natürlich von Zeit und Geld, ne? Wie viel kann man sein eigenes Leben umkrempeln, um da weiterzumachen? Muss ich ja sagen, also nochmal Hochachtung, Herr Barb, das ist hier eins der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Ja, vielen Dank. So super investigativ, so klasse recherchiert, so im Detail getreu geschrieben über den Barschel-Mord, also diese ganze Sache. Aber Sie wissen das natürlich genauso wie ich, ne? Das ist alles eine Frage von Zeit, Konzentration, ja, Energie, die man da reintut. Ja. Und wenn man, ich habe das ja auch erlebt, dann ein paar Tage später, was du gerade erzählst, ich habe viel fürs Radio gemacht, viele ARD-Sender, Features, Kommentare und so weiter zu allen möglichen Themen, ja, auch politische, Wissenschaft, Kultur. Und nach drei Tagen war es, glaube ich, nach dem 11. September, wird ja der Koffer von Mohammed Atta am Flughafen entdeckt. Ja, also von 163 Koffern bleibt einer hängen. Ja, und das ist der des Haupttäters. Und da sind alle Beweisstücke drin. Ein Koran, ein Handbuch, wie fliege ich eine 737, so. Und ich habe mir den... Das, was man so im Alltag dabei was hat. Was man so als Terrorist dabei hat, ja. So, und sein Testament. Und dann habe ich, erlese ich das und habe darüber eine eher, gerade wurde ja auch schon gelacht, eine lustige Glosse geschrieben. Und habe gesagt, ja, wenn ich ein Skript für, sagen wir, Tatort schreiben würde, ja, und am Tatort wird ein Koran gefunden und die Täter waren Islamisten, da sagt mir dort der Redakteur Brücker, sag mal, also das ist jetzt ein bisschen plump, ja, hier. und genau, also wenn, das können Sie nachgucken im Netz, Mohammed Attas Koffer. So, und darüber hatte ich geschrieben und sag hier, Leute, nächsten Donnerstag war da immer so ein Ding, wann ich da was gesendet habe. Hier, machen wir nicht. Ich sag, wieso? Hast du Invektive von oben, dass du das nicht senden sollst zu meinem Redakteur? Und er sagt, nee, hab ich nicht. Aber ich weiß genau, wenn ich dir jetzt das Mikro aufmache, kriege ich Stress. Und ich will keinen Stress. Ja. Und dann habe ich gesagt, sag mal, die Welt brennt und du willst zu dem Thema, du kannst jedes andere Thema machen, aber nicht das. Und da habe ich mein Skript genommen und bin gegangen und habe seitdem auch nie wieder was für die ARD gemacht, was schwer ist, weil man verdient ja da und lebt davon, ja, sozusagen. In den 90ern konnte man vom Radio sogar noch gut leben, geht jetzt auch nicht mehr so richtig, ja, gibt keine Wiederholungshonorare mehr und. Na, ja, ich konnte damals mir's quasi leisten, ja, zu sagen, nee, dann mache ich hier gar nichts mehr. Aber wenn ich noch 10 Jahre jünger gewesen wäre und meine Kinder noch klein und so, dann hätte ich gesagt, naja gut, dann mache ich eben was über Goethe oder weiß der Geier und lass das Thema links liegen. Und ich habe dann eben weiter meine Glossen und Texte auf Telepolis gemacht. Die Website hat Millionen Zugriffe dann. Da waren kleine Kommentare, die hatten 1,5 Millionen Klicks in 3 Tagen, weil kein anderer sich des Themas angenommen hat. Ja, und 2 Jahre später saß ich dann mal in einer Talkshow. Damals hat die ARD mich noch eingeladen zu Talkshows zum 11. September. Und da waren auch 2 Kollegen vom Spiegel dabei. Und noch ein anderer, der hat eher auf meiner Seite argumentiert. Und hinterher sitzen wir noch beim Bier und die Spiegelleute sagen, ey Matthias, also was du da geschrieben hast, dass die Terroristen überhaupt nicht richtig fliegen konnten, kaum mit einer Cessna irgendwie landen, das, warum hast du uns den Artikel denn nicht angeboten? Und ich sage, Leute, wollt ihr mich verarschen? Wenn ihr diesen Artikel gedruckt hättet, dass die Hijacker gar nicht richtig fliegen konnten, dann hättet ihr doch eure gesamte andere Berichterstattung in die Tonne treten müssen. Und von daher ist es nie passiert, ja.
Ich würde gerne, bevor wir auch noch weiter darauf eingehen, was das für einen investigativen Journalisten heute bedeutet, solche Themen zu recherchieren, von Herrn Barb auch noch mal gerne wissen, das offizielle Narrativ Barschel und das, was Sie herausgefunden haben. Da würde ich gerne an die Überlegungen von Jutta Raabe anknüpfen. Ermittlungen, die eigentlich eine Vertuschung sind. Und das offizielle Narrativ ist, Uwe Barschel hat Selbstmord begangen, weil er durch die schmutzigen Tricks im Wahlkampf in Schleswig-Holstein, im Landtagswahlkampf gegen Björn Engholm, unter Druck geraten ist, als Ministerpräsident zurückgetreten ist und damit keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen hat. Er stand vor einem sollte vor einem Untersuchungsausschuss antreten. Und da sagt mir ein Schweizer Journalist, ein Journalist der Basler Nachrichten, ja, das ist mir damals auch von unseren staatlichen Stellen gesagt worden. Ich möge es dabei belassen, damit es keinen Ärger gibt. Und wenn wir dem das Narrativ mal uns vor Augen halten, er hat den Freitod begangen, dann können wir auf verschiedenen Ebenen anfassen. Wir schauen auf den Tatort, was wir da sehen. Wir schauen in den Obduktionsbericht, was gibt die Leiche her, was kann da, sind da Giftstoffe drin, gibt es Hämatome, die auf eine tätliche Auseinandersetzung hinweisen. Wir schauen auf mögliche Abläufe entlang der Tat, was ist an diesem Tag geschehen im Umfeld von Uwe Barschel und durch ihn selbst. Wir schauen auf die Ermittlungen, ich habe es gerade gesagt, und wir schauen auf die Lebensumstände von Uwe Barschel. Und das Narrativ, Uwe Barschel hat Selbstmord begangen, erklärt nichts. Es erklärt nichts. Ich will Ihnen mal dazu etwas sagen. Uwe Barschel hat zahlreiche heimliche Reisen in die DDR unternommen. Das ist nicht das Verhalten eines westdeutschen Ministerpräsidenten in der Zeit des Kalten Krieges. Und wir wissen aus Stasi-Unterlagen, dass er sich dort mit Abgesandten von Schalk Golodkowski getroffen hat. Beispielsweise im Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde. Das wissen wir deswegen, weil eine Kellnerin das mitgehört hat. Und die hat kalte Füße bekommen und ging anschließend zur Polizei an ihrem Heimatort. Das war nämlich nur eine Aushilfskellnerin. Und dieser Polizist holte sofort den örtlichen Repräsentanten des Ministeriums für Staatssicherheit dazu. Der hat nämlich Lunte gerochen. Und der wiederum hat sie sofort als IM verpflichtet. Er hat sie 200 Mark bekommen, 200 Ostmark, und sie musste den Mund halten. Das war der entscheidende Punkt. Und dieser Stasi-Offizier wusste, die Sache kann mir auf die Füße fallen. Und deswegen legte er sich, das hat man ja damals alles noch mit Durchschlagspapier gemacht, legte er sich eine Kopie zu Hause hin. Und so kam sie an mich. Und wenn wir den Tatort einmal ansehen, auch hier geht nichts zusammen. Die Tatortfotos sind nichts geworden. Die Giftstoffe im Körper von Uwe Barschel wurden nicht sauber untersucht. Die Hämatome an seiner Stirn und an seinem Rücken, die natürlich auch aufgetreten sein können beim Transport der Leiche, sind nicht sauber dokumentiert und nachuntersucht. Das Auftauchen eines gespülten Whiskyfläschchens im Abfalleimer ist nicht sauber auf seinen Inhalt untersucht worden. Dieses Whiskyfläschchen ist deswegen hochinteressant, weil ein Waffenhändler aus München wird geblitzt, indem er in München bei Rot über die Ampel fährt. Und er sagt, ich kann das gar nicht gewesen sein. Ich war nämlich in Genf. Da habe ich unter anderem mit Uwe Barschel über Waffengeschäfte verhandelt. Das gibt also zu Protokoll. So wurden die Ermittler darauf aufmerksam. Und der gibt an, dass in dem Whiskyfläschchen Gift drin gewesen ist. Das haben die gar nicht festgestellt am Tatort. Und dann kommt es Jahre später zu einer Nachuntersuchung und siehe da, sie finden Gift. Dann taucht am Tatort Dimethylsulfoxid auf. Das kennt man aus der Veterinärmedizin, um beispielsweise bei Pferden Medikamente durch die Haut in den Körper zu bringen. Also das Präparat hat eine osmotische Funktion. Wo würde man das einsetzen? Man würde es dann einsetzen, wenn man einem Körper Gifte zufügen will und möchte es so tun, dass es nicht weiter auffällt. Es wurden 5 wesentliche Gifte
im Körper von Uwe Barschel gefunden. Jahre später wurden dann eben die Proben doch noch mal gründlich untersucht. Und man stellt fest, zunächst einmal wurden dem Körper starke Sedativa zugeführt und das tödliche Gift erst mehrere Stunden später. Ja, wie ist denn das? Erst nehmen wir die Schlafmittel, wenn die wirken, legen wir uns in die Badewanne und dann nehmen wir das tödliche Gift. Also logisch wäre es eigentlich umgekehrt. Und das sind so Dinge, da könnte ich jetzt unheimlich viel drüber erzählen. Barschel kommt in Genf an, am Flughafen. Das wissen wir, weil ein Kollege von mir, Frank Gabeli, ihn dort für den Stern interviewen wollte. Barschel geht an ihm vorbei und sagt, what do you want, I don't understand, sprach Englisch. Und dann ging er raus und stieg in ein Taxi ein und fuhr weg. Und Gabeli stieg in das nächste Taxi ein. Aber der Taxifahrer weigerte sich, dem ersten zu folgen. Und dann versucht man also festzustellen, wer hat denn nun den Uwe Barschel gefahren? Und wurde er direkt zum Hotel gefahren, da hat er noch Leute getroffen. Und der Taxifahrer, der sagt, Pierre Gattuso, ja, ich habe den Barschel direkt zum Hotel gefahren. Der kann's gar nicht gewesen sein, weil er viel weiter hinten in der Taxischlange stand, nach Angaben von anderen. Aber derjenige, der vorne stand, der kann sich an nichts erinnern. Und das ist so, wissen Sie, da werden dann Leute offensichtlich angesprochen. Das wird ihnen gesagt, weißt du, es ist besser, wenn du dich an nichts erinnerst. Dann können wir auch deine Lizenz verlängern. Es gibt Hinweise, dass Barschel Personen getroffen hat auf dem Weg zum Hotel. Diese Spuren sind nicht verfolgt worden. Es gibt Hinweise darauf, dass Uwe Barschel eingebunden war in Gespräche über Waffenhandel, dass er Waffenhändler getroffen hat. Diese Spuren wurden nicht weiter verfolgt. Erst Jahre später wurden sie verfolgt. Ein südafrikanischer Waffenhändler namens Dirk Stoffberg, er leidet dann zusammen mit seiner Freundin einen tragischen Selbstmord, wo man auch merkt, es passt eigentlich nichts zusammen. Wenn wir die Lebensumstände heranziehen, was hat Uwe Barschel in der DDR gemacht, dann kommen wir auf das Notariat Barschel-Moll in Kiel. Denn Barschel war nicht nur Ministerpräsident, er war auch Notar. Und wir wissen, dass Hans-Michael Moll, sein Kompagnon, von der CIA geführt worden ist. Das wissen wir von ihm selbst. Er hat nämlich seinen besten Freund auf dem Sterbebett gesagt. Wir wissen auch, dass Uwe Barschel von der CIA geführt worden ist. Das wissen wir von der CIA. Denn der damalige Chefermittler Heinrich Wille in Lübeck stellte eine Klarnamenanfrage an Langley. Und die wurde auch beantwortet. Deutsche Dienststellen, das Bundesamt und das Landesamt für Verfassungsschutz wollten das nicht durchleiten. Aber wir wissen, was drin steht. Und ich habe das auch gesehen. Es steht drin, es hat einen Kontakt zu Uwe Barschel gegeben. Der Kontakt wurde beendet. Ist ja klar, ist ja tot. Und über die Inhalte, den Gegenstand des Kontaktes machen wir keine Angaben. Und damit ist es belegt. Und wenn in einem Notariat beide Notare von der CIA geführt werden, dann war dieses Notariat eine Schaltstelle, um Geschäfte zu machen, Finanzierungen abzuwickeln mit Banken und das verdeckt zu tun. Denn einen Durchsuchungsbeschluss in einem Notariat wird man so schnell nicht kriegen. Und wenn man sich dann im Umfeld des Notariates umhört, dann wird man feststellen, dass auch Vertreter des Iran häufig in diesem Notariat zu Gast waren. Wir hatten damals die Iran-Contra-Affäre der Vereinigten Staaten. Es ging darum, das Verbot des US-Kongresses, Waffen zu liefern an den Iran, aber auch das Verbot des US-Kongresses, Waffen zu liefern an die antisandinistischen Contras in Nicaragua, zu unterlaufen mit einer Art Perpetuum mobile. Und das machte man so, dass man verdeckt an den Iran Waffen lieferte, in der Hoffnung, die 52 amerikanischen Geiseln, die da festgehalten wurden, aus der Botschaft der Vereinigten Staaten, würden freigelassen. Die Gelder hat man genommen, um wiederum Waffen zu beschaffen für die antisandinistischen Contras in Nicaragua. Und da, wo das Geld nicht gereicht hat, hat die CIA mit Drogengeschäften nachgeholfen. Das war das System, das hat auch jahrelang funktioniert. Und damit es funktioniert, haben die Amerikaner das
nicht im eigenen Lande gemacht, sondern sie haben es an Drittländer ausgelagert. Und hier wird es spannend. Die Drittländer waren nicht nur Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Schweden, die Schweiz, sondern zu den Drittländern gehörten auch Länder hinter dem Eisernen Vorhang, Polen und die DDR. Warum Polen und die DDR? Man konnte Waffengeschäfte, Embargo-Geschäfte hinter dem Eisernen Vorhang besser abschatten und die betroffenen Staaten brauchten Devisen. Eine Hand wäscht die andere. So hat es wunderbar funktioniert. Und wie ist das rausgekommen? Ich habe vorhin schon mal angedeutet, das kam dadurch raus, dass eben die Fahrer von Uwe Barschel nicht alle ein gutes Verhältnis zu ihm hatten. Und insbesondere einer, der hat dann mal einen über den Durst getrunken und das seinen Kumpels am Kneipentisch erzählt. Und so landete er vom zweiten Kieler Untersuchungsausschuss. Und da wurde sie ihm ganz blümerant. Und da holte er sich einen Anwalt. Das war Kersenbrock in Kiel. Und da musste eine Aussage machen. Und so kommt das in die Akte. Und so können wir das feststellen. Das hat also mit dem tiefen Staat insoweit gar nichts zu tun. Das sind ganz konkrete, empirisch nachweisbare Vorgänge, die in den Ermittlungsakten drin sind. Und das sind eine ganze Reihe von Hinweisen. Ich könnte das noch ein wenig verdichten, wo klar ist, in diesem geheimdienstlichen Bereich, in diesen geheimdienstlichen Verstrickungen wird einer dann zur Zielperson, wenn er nach seinem politischen Sturz sagt, wenn die mir zu nahe treten, dann lernen die mich kennen. Und das hat Uwe Barschel am Autotelefon gesagt. Okay, jetzt wird auch noch mal deutlicher, warum Ihr Buch Im Spinnennetz heißt. Also genau. Das, ja. Herr Höfer, Krieg gegen den Terror, das ist ein Thema, mit dem haben Sie denn angefangen, sich intensiver zu beschäftigen. Was ist das Narrativ? Was sind Ihre Erkenntnisse? Ja, also der Krieg gegen den Terror, der mit dem 11. September dann ausgerufen wurde und dann ja über Jahre immer wieder befeuert wurde mit anderen False-Flag-Anschlägen oder öffentlich sind das natürlich keine Attentate unter falscher Flagge, aber wir hatten ja London, Madrid, wir hatten die Sauerlandbomber in Deutschland 2007 und diese Dekade des Kriegs und Terror hat halt in vielen westlichen Nationen Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen nach sich gezogen, die bis heute auch nie wieder abgeschafft wurden, sondern es kam halt immer was Neues dazu, ob das die Überwachung unserer Telekommunikationsdaten war oder die Befugnisse von ermittelnden Behörden dann irgendwann mal abzuhören und in Wohnungen reinzufilmen und so weiter und so fort. Und wenn man das unter diesem Kontext sieht, dass das unter anderem die Absicht dieses Kriegs und Terror war und natürlich Rohstoffsicherung in den betroffenen Ländern, die man zum Schurkenstaat erklärt hat, das war halt ein System, was man relativ schnell durchschauen konnte, wenn man eben genau hingeschaut hat. Und spätestens dann mit dem 11. September, wo für mich persönlich überhaupt gar kein Zweifel daran besteht, dass wir da belogen wurden, war dann für mich auch der Punkt zu akzeptieren, okay, es ist so. Ich brauche das auch nicht mehr irgendwie immer wieder bestätigt bekommen. Man bekommt sowieso nicht bestätigt, außer wenn man das selber recherchiert. Und das habe ich dann irgendwann mal akzeptiert. Und wenn man das dann irgendwann mal weiß, machen dann Nachrichten auch plötzlich mehr Sinn, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann. Ja, und so habe ich ja damit angefangen. Dank auch von Herrn Prökers, seinen ersten schriftlichen Ausführungen, auf die ich dann auch aufgebaut habe. Ich habe ihn ja dann auch für meinen ersten Film zum Thema 11. September interviewt. Unter falscher Flagge heißt das. Das war unter falscher Flagge im Jahre 2007. Und danach sind noch viele weitere Dokumentationen gekommen. Ich bin selber kein Journalist wie Herr Barb oder Frau Rabe oder Herr Prückers. Sie nennen sich Plattformbetreiber. Ich bin Plattformbetreiber und gebe eben Menschen wie ihn, Sie und Herr Prückers, Sie waren ja auch schon Gast bei uns, eine Plattform, weil ich der Meinung bin, Menschen wie Sie brauchen diese Reichweite und sie müssen sich in der Öffentlichkeit artikulieren können. Und ich persönlich werte da auch gar nicht, ob das richtig ist oder falsch. Ich habe da natürlich meine persönliche Meinung. Aber das überlasse ich gerne dem Zuschauer auch, weil der muss sich ja eine eigene Meinung bilden können. Und vom Mainstream bekommt man das Narrativ vorgesetzt. Und das wollen wir eben nicht. Wir wollen die Narrative präsentieren, die es eben auch noch gibt, damit sich, wie gesagt, der Zuschauer unabhängig eine
eigene Meinung bilden kann und damit dann eben auch kein Meinungsmonopol sich immer mehr durchsetzt, wie wir das jetzt erleben. Es gibt nur eine legitime Meinung, wurde uns eingepläut und alles andere wird dann eben bekämpft. Und ja, ich hatte vorhin noch eine Frage, die ich gerne stellen wollte. Mache ich jetzt mal. Sie sagten ja, Ihre Vermutung geht in Richtung Russland. Mhm. Russland hätte da die Finger mit im Spiel. Da habe ich die Frage, stoßen Sie da jetzt in den letzten anderthalb Jahren immer noch auf so viel Widerstand bei Ihrem Narrativ oder sind da die Leute jetzt offener? Ja, komischerweise, das spaltet sich so ein bisschen. In Schweden ist jetzt ein bisschen die Tendenz, man könnte ja vielleicht doch auf Putin mit dem Finger zeigen, weil das würde ja gut in die Zeit passen. Den Mut haben die Schweden aber nicht. Irgendwie sind die oberen nördlichen skandinavischen Länder immer sehr, ich will mal sagen, verhalten. Wenn ich das Wort feige möchte ich eigentlich nicht benennen so. Aber man kann sagen, da steckt so eine gewisse Zurückhaltung dahinter. Denn in Schweden hat man nur vor einem einzigen, vor einer Nation Angst und das ist Russland. Das ist traditionell irgendwie, die haben doch da auch U-Boote irgendwann mal vor ihrer eigenen Küste gefunden und haben immer geglaubt, das wären die Russen. Ja, das waren die Russen und die spionieren Schweden aus und übernehmen irgendwann Schweden und die haben alle tierische Angst davor. Später stellte sich raus, das waren amerikanische U-Boote. Genau. Leider, das Friedensforschungsinstitut hat das dann rausgefunden. Ja, ja. Da gab es auch ein paar russische, aber da waren Kommandanten irgendwie betrunken gewesen und die hatten sich geirrt. Aber ich meine, der ganze Ostseeraum ist ja durchsetzt mit U-Booten. Ja. Ja, in der Tat, es hätte besser ins Narrativ jetzt gepasst, aber die haben ja einen Weg eingeschlagen. Hm. Und diesen Weg können die ja jetzt irgendwie Sie nicht mehr. Sie können nicht wirklich zurückrudern. Nein, ja, die können nicht wirklich. Nicht. Ja. Weil das wäre ja auch komisch, wenn die das jetzt so plötzlich sagen würden. Und wir sehen das ja auch wieder. Bei Nord Stream 2 wird ja auch nicht klar gesagt, wer war es denn nun? Gab es da auch zum Beispiel russische Beteiligung? Oder ist das Simon Hirsch mehr richtig, dass es irgendwie in Richtung viel mehr amerikanische Geheimdienste mit europäischen Geheimdiensten kooperiert haben? Und die das inszeniert haben. Sie meinen jetzt Nord Stream 2 zum Beispiel? Nord Stream 2, genau. Ja. Ne? Auch das, da wird ja nicht klar. Also ich meine, es wird immer gesagt, ja, zum Beispiel Olaf Scholz war von Anfang an sehr zeitnah von den Geheimdiensten informiert. Ja bitte, warum sagt er denn dann nicht öffentlich, dann waren es die Russen? Sagt er ja selber auch nicht. Ja? Er ist ja auch ganz vorsichtig, weil er wahrscheinlich auch nicht genügend Beweise hat, um das jetzt wirklich lückenlos aufklären zu können. Mhm. Also ich bin da... ich denke immer, man muss immer auf das gucken und hören, was in den allerersten Stunden und Tagen, genau. Und deswegen ging es mir auch so, Herr Brüggers, genauso, in den allerersten Stunden und Tagen sind die meisten Tatsachen, die sich auch in der Öffentlichkeit verbreiten, noch ungefiltert. Und da zum Beispiel im Fall Estonia hat es eine sehr prägnante Aussage gegeben. Und zwar der Direktor damals von Estline, also von der Reederei auf der estnischen Seite, der hat Reuters, der Nachrichtenagentur Reuters ins Mikrofon gesagt, das waren die Russen, das war ein Anschlag, denn wir sind ständig schon immer bedroht worden. Also man hatte uns diesen Anschlag angekündigt. Und als ich danach recherchiert habe, auch die Schweden wussten von dieser Bedrohung, die hatten nämlich sogar schon solche Rettungsübungen mit einem Szenario, so wie es dann auch wirklich stattgefunden hat, durchgeführt. Und zwar im Februar schon, Februar 94. Die Simulation, die darf nie fehlen. Ja, ja genau. Ne? Und da war für mich auch klar, also wenn die das im Grunde genommen ja schon alle wissen, ja, dann wird plötzlich hinterher vertuscht. Das war auch eine Aussage von diesem Estline-Direktor ein paar Stunden, nachdem klar war, dass das Schiff gesunken war. Ich hab da auch dazu noch kurz nach dem 11. September mit einem Kollegen in USA zusammengearbeitet, leider letzten Monat gestorben, Daniel Hopsicker. Und der hat in Venice Beach, Florida, wo 14 von den 19 Hijackern angeblich fliegen gelernt haben, der hat da wirklich das, was Journalisten eigentlich machen sollten, Klinken geputzt. Er hat bei den Leuten geklingelt, hier hat doch einer von denen gewohnt, was war das denn für einer? Dann ist er in die Kneipe, wo die sich abends getroffen haben und hat mit dem Wirt gesprochen. Ja, ja, der Atta hat immer, ich weiß nicht, Gin Tonic oder das und das getrunken. Also die Islamisten haben da abends ganz schön gebechert. Das ist dann aber die Lokaljournalisten dort in dem Ort haben das auch berichtet. Die waren auch in der Kneipe.
der Wirt hat Ihnen das auch erzählt. Ja, ich habe es auch in den Büchern dann drin, mit einem Link auf Sarasota News oder diese Zeitung. Ja, nach 2-3 Wochen war das verschwunden. Und dann kommt dann Monate später in der New York Times ein Artikel und da steht dann, Mohammed Atta trank nur Johannisbeersaft. Mhm. Ja, so. Und so die Lokaljournalisten, die wirklich, wenn irgendwas passiert, noch hingehen und mit Zeugen und mit Leuten direkt sprechen. Das sind mittlerweile, glaube ich, die einzigen, denen man noch über den Weg trauen kann. Wenn also von AP, DPA, den großen Agenturen und den großen Zeitungen dann die Berichte kommen, die Leute waren ja meistens gar nicht da, da wird schon, werden schon Legenden gebildet, da werden Narrative geschaffen. Und deswegen kann man muss man immer sagen, hör zu, geh hin. So haben wir es ja auch noch gelernt. Ich habe ja mal studiert Publizistik, da hieß es, ja, du musst hingehen. Und wenn du einen Zeugen hast, dann musst du noch den Nachbarn fragen, was sagt der denn? Und Sie sind ja auch Mitbegründer der Taz. Der Taz, ja, also nicht leider, das war ja mal eine gute Zeitung, aber mittlerweile bin ich da sehr unzufrieden. Lassen wir mal die Taz liegen. Aber wie gesagt, diese Art von Journalismus, die wird gar nicht mehr getrieben, habe ich das Gefühl. Weil ja, die Kollegen, die da jetzt rumsitzen in den Redaktionen, die gucken, was aus dem Ticker kommt. Ja, und danach wird irgendwie das Blatt gemacht. Wir haben, als wir die Taz begonnen haben, damals die Ticker abgelehnt. Ja, genau. Was DPA meldet, genau. Das nehmen wir zwar zur Kenntnis, aber die werden wir doch never ever 1:1 abdrucken. Ja, das hat sich nun leider völlig geändert heute. Nicht nur dort, sondern bei allen Zeitungen eigentlich. Und AP, Reuters und noch zwei andere, ja, die geben vor, was danach in allen Zeitungen und in allen Fernsehstationen läuft. Ja. Bevor ich die Frage stellen möchte, wo beginnt der tiefe Staat? Ist diese mögliche Manipulation der Medien, ist das schon der tiefe Staat? Würde ich gerne noch mal einmal, und auch Herr Barb hatte schon im Vorgespräch gesagt, er möchte gerne zu diesen Begriffen noch mal etwas sagen. Finde ich auch ganz wichtig, dass wir das heute klären. Möchte ich an Sie noch mal die Frage stellen, bei all diesen Verschwörungstheorien, mit denen Sie sich beschäftigt haben, dreht man da nicht irgendwann durch? Also kann man überhaupt noch irgendwas Glauben schenken? Ja, also man dreht einerseits durch, weil man immer skeptischer wird. Ja. Auf der anderen Seite, sie hat es eben gesagt, wir, wenn wir sowas recherchieren wie die Estonia oder Barschel oder den 11. September, wir haben ja überhaupt keine Verschwörungstheorien. Ich habe da 1200 Seiten geschrieben, da finden Sie keine. Die Verschwörungstheorie kommt von der anderen Seite. Es wird Osama aber so deklariert. Osama und die 19 Teppichmesser, die konnten also zwei Flugzeuge konnten drei Türme pulverisieren. Das sind doch absurde Theorien, die weder mit der Physik noch mit der Realität was zu tun haben. Die werden als offizielles Narrativ verkauft. Und wenn unser einer hergeht und sagt, Leute, hallo, hier, guck mal, das stimmt doch gar nicht, dann ja, wirst du diskreditiert, diffamiert, fliegst du raus. Zwei, drei Tage, nachdem meine ersten Artikel geschrieben wurden, schreibt der Kollege Henrik Broder, ich wünsche Bröckers, dass er als Fettfleck an einer Hochhauswand endet. Ja, ich hatte überhaupt keine Theorie zum 11. September. Ich habe nicht gesagt, es war der und der. Kannst du auf 1200 Seiten lesen, steht nirgends. Sondern ich habe geguckt, was ist an der offiziellen Erzählung falsch. Und das, also da könnten wir drei Abende drüber reden, was da dran falsch ist. Und das wird nicht akzeptiert und wahrgenommen. Und deshalb wird man dann ausgegrenzt und ja, gemobbt und diffamiert. Ja. Das heißt, es wird das zur Wahrheit erklärt, jetzt mal ein bisschen ketzerisch formuliert, wer die Medien auf seiner Seite hat. Genau. Und wenn du wissen willst, wo fängt der tiefe Staat an, da würde ich sagen, ja, da fängt er an. Wir haben ja die berühmte Operation Mockingbird, ja, in den USA. Die CIA beschließt so in den 50er Jahren, ja, wir müssen eigentlich, und das ist ja dann auch aufgedeckt und dokumentiert, ja, wir müssen in allen großen Redaktionen unsere Leute haben. Ja, und dann sitzen eben an den Schaltstellen, nicht nur in den USA, sondern in Deutschland, Frankreich, Italien und den befreundeten Ländern, sitzen solche Leute, die ja an der Schaltstelle entscheiden, nö, hier Rabe,
wird nicht gesendet, BARP, nix. Ja? Sind das diese PR-Berater, diese sogenannten, wo man sagt 25.000, die das Narrativ der Amerikaner hier verkaufen, oder ist das eine weitere Verschwörungstheorie? Nein, Operation Mockingbird ist eine Operation der CIA gewesen. Und das ist sehr gut dokumentiert. Und hier, wie hieß der eine, der die Wall Street-Sachen, das war Woodward, und wie hieß der andere? Bernstein. Der hat darüber geschrieben und hat das sozusagen über diese Operation, dass die CIA die Medien unterwandert hat in den USA und auch in den europäischen Ländern und dass deswegen bestimmte Sachen dort dann einfach rausfliegen. Es hat sich ja sogar eigentlich noch viel früher, es hat sich historisch schon entwickelt. Es war ja nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ja Deutschland in Sektoren aufgeteilt worden und die Lizenzen zum Zeitungsdrucken sind ja von den einzelnen Nationen und deren Sicherheitsdiensten vergeben worden. Darum konnte ein Axel Springer eine Lizenz bekommen, um mit der Bild-Zeitung zu starten. Und natürlich haben die Geheimdienste immer im Hintergrund Informationen gegeben, was in den Zeitungen stehen sollte. Sonst wären die gar nicht erschienen. Also die hätten kein Papier. So einfach. Also dann kriegen sie Papier zugeteilt, aber wenn sie nicht das schreiben, was wir wollen, oder mit diesem Unterton, dann kriegen sie eben kein Papier mehr. Dann könnten sie so keine Zeitung. Ne? Das war ganz einfach. Und von daher, man muss auch mal überlegen, dann, wie das aufgeteilt war. Der Spiegel zum Beispiel hat immer eine sehr enge Beziehung zu den Briten gehabt. Weil die haben ihre Lizenz von den Briten damals bekommen. Und Augstein hat damals sehr, sehr eng mit den Briten kooperiert. Und das haben die späteren Chefredakteure durchaus weiter beibehalten. Und da haben von denen reingesetzt immer ein paar Leute irgendwo gesessen, auch im Spiegel. Also machen wir uns nichts vor. Ich würde gerne einmal Herrn Barb reinholen, was diese Begriffsdefinition tiefer Staat angeht. Das ist ja nicht so, da gibt es ja nicht die tiefer Staat GmbH, die Mitarbeiter sucht, sondern das ist ja unterschwellig. Naja, mir wird ja auch von früheren Kollegen teilweise zur Last gelegt, ich verwende den Begriff tiefer Staat und deswegen sei ich ein Verschwörungstheoretiker. Und das zeigt die Infantilisierung der Berichterstattung. Die stellen sich den tiefen Staat so vor, als ob sich dann fünf Leute mit der Sturmhaube nachts heimlich in der Tiefgarage treffen. Ja? Genau. Dabei ist es was ganz anderes. Deswegen tiefer Staat. Und der tiefe Staat ist eine empirische Tatsache. Und es handelt sich hier überhaupt nicht um eine Verschwörung. Ich will Ihnen mal versuchen zu erläutern, wie das geht. Ich bezeichne mit tiefem Staat all jene Bereiche von Staat und Gesellschaft, die nicht demokratisch kontrolliert werden. Und das sind auch große Teile der Wirtschaft und der Banken, denn in unserer Wirtschaft herrscht keine Demokratie. Dazu gehört, und da sehe ich mich in eins mit Mike Lofgren, der in seinem gleichnamigen Buch The Deep State, jetzt wird es endlich nach 10 Jahren übersetzt ins Deutsche, das auch genauso vormacht für die Vereinigten Staaten. Das sind große Teile des Staates, Verteidigungsministerium, Außenministerium, Innenministerium, Geheimdienste, Justizministerium und Justizapparat, Finanzministerium, die obersten Gerichte, das Kanzleramt, im Parlament, die Parlamentarische Kontrollkommission, die eben Geheimdienste beaufsichtigen soll, aber praktisch genau das Gegenteil tut, der Verteidigungsausschuss, in der Wirtschaft, der militärisch-industrielle Komplex, Börse und Banken, die Spitzenverbände, die Digitalwirtschaft und die proprietären Märkte, natürlich die Führungsebene. Das ist also nicht nur die Regierung, sondern dazu zählen auch die Spitzen der Wirtschaft und der Justiz. Und wer steckt hinter dem tiefen Staat? Jetzt will ich die Hamburger nicht beleidigen, sonst hätte ich gesagt die Elbchaussee. Es ist die Machtelite, also jene, deren Entscheidung gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich beeinflussen können. Das sind Regierungsmitglieder, die obersten Bundesgerichte, leitende Beamte, Generalität, Topmanager, Eigentümer von Unternehmen, Chefredakteure und Intendanten der großen Medien. Und da komme ich bundesweit auf vielleicht 1000 Personen. Und wenn ich dazu noch nehme die Oberbürgermeister der großen Städte und die Landesregierung, dann sind wir irgendwo bei 4000 Personen höchstens. Und wo ist diese Machtelite lokalisiert? Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist nicht das Darknet und nicht die von mir vorhin erwähnte Tiefgarage, sondern ich sage Ihnen das jetzt mal am Beispiel Berlin. Die wichtigen Medienhäuser, die wichtigen Verbände, die wichtigen Ministerien, die
wichtigen Leute in den Parlamenten, die sitzen in Berlin alle auf einem Quadratkilometer. Wozu führt das? Ja, die gehen mittags miteinander essen. Die treffen sich morgens im Café. Die wohnen auch in denselben renovierten Altbauten am Prenzlauer Berg oder nebeneinander in Villen im Grunewald. Die sind Mitglied derselben Vereine, desselben Golfclubs oder Tennisclubs. Die gehören zu den Rotariern. Und da werden sozusagen die Entscheidungen demokratischen Verfahren entzogen. Die kennen sich zum Teil von denselben Universitäten. Also der tiefe Staat, da ist man auf Du und Du mit der besseren Gesellschaft. Man ganz kurze Zwischenfrage, ja, Herr Bab. Sind diese 4000 sich dessen bewusst oder sind es da auch wieder nur ein ganz Paar? Nein, die würden sich natürlich selbst nie als tiefen Staat bezeichnen, sondern die sind davon überzeugt, dass sie schon wissen, wie man Verantwortung übernimmt und dieses Land führt. Und man macht das natürlich zum gegenseitigen Vorteil. Aber man kann das nicht den Leuten überlassen. Die haben ja gar nicht die Übersicht, die dazu erforderlich ist. Nach dem Motto, das Volk ist zu blöd. Ja, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen. Wir haben ja auch am 11. September Continuity of Government nennt sich das, ja, sozusagen. Warum sitzt der Präsident Bush da irgendwo in der Schule in Florida und darf nicht nach Washington? Ja, oh, das ist hier zu gefährlich oder so. Dann übernimmt Dick Cheney da im Bunker. Also das ist sozusagen der Notfallplan. Continuity of Government. Regierung muss ja weitergehen im Katastrophenfall. Ja, sind da andere Akteure. Und das, was Patrick gerade auflistet, das sind ja auch, gewählt wird alle 4 Jahre. Und dann ist mal die CDU dran und mal die SPD und dann mal der und dann mal jener. Aber diese Gruppe, die bleibt ja. Also die Verwaltung bleibt, die Polizeidirektor, gut, da wird mal einer ausgewechselt, aber grundsätzlich bleiben die ja, sind die da. Die sind ja nicht dem Wahlprozess unterworfen. Das heißt, diese Struktur bleibt bestehen. Die Struktur bleibt bestehen, ja. Und von daher, wer jetzt da gerade regiert, ist relativ wurscht. Und die Entscheidungen fallen natürlich nach dem Motto, bei einem guten Glas Wein sind wir uns einig, Herr Brökers, dann gebe ich das morgen früh auf den Dienstweg. So würde man das machen. Genau. Ja? Ja. Also man spricht sich einfach vorher ab. Und dazu hat Kurt Tucholsky gesagt, die große Politik wird so gemacht, wie Klein Otto sich das vorstellt. Es trifft auch heute noch zu. Es gibt auch ein Zitat, das passt gerade dazu, von Günther Thielen, ehemaliger Vorsitzender Bertelsmann Stiftung, der gesagt hat, es ist egal, wer regiert. Genau. Ja, ist genau. Es tatsächlich. Ja. Und wenn jetzt, das ist interessant, in den USA... Da gut, wird vielleicht jetzt gerade nicht, aber das ist ein anderes Thema. Doch, das ist immer so. Ja, in den USA haben wir das doch jetzt gerade wunderbar gesehen mit Trump. Ja, wie gesagt, die Amerikaner ein Parteiensystem mit 2 rechten Flügeln. Aber jetzt kommt so einer von, der Trump hat nicht in den Club gepasst. Der gehört nicht da zum Washington Insider und wird trotzdem Präsident und wird jetzt, ich weiß nicht wie lang, 4, 5, 6 Jahre gemobbt mit einer Verschwörungstheorie, Russiagate. Trump ist ein Agent Putins. Ja, also das ging ja über Jahre. Da hast du einen riesen Untersuchungsausschuss und. Ergebnis 0. Genau. Ja? Also es geht darum, diesen Trump rauszukicken, weil der nicht zum Club gehört oder nicht kontrollierbar ist in der Form wie andere. Und da sehen wir wunderbar, wie auch Verschwörungstheorien benutzt und eingesetzt werden, um Leute, in dem Fall diesen Trump, man muss den ja gar nicht mögen, aber dass der jetzt so rausgemobbt wurde, dass CIA, FBI, der Kongress, alle spielen mit, einen Kandidaten zu beseitigen, der irgendwie nicht passt, weil er diesem Club nicht angehört und nicht kontrollierbar ist. Das ist ein wunderbares Beispiel. Der kriegt ja jetzt noch so ein Strafverfahren. Ja? Und wenn man sich dagegen anguckt, was die Familie Biden an Korruption und an Sachen hat, da Familie denkst du, hallo, das ist ja lachhaft, was Donald da vorgeworfen wird. Guck doch mal bei Hunter Biden und bei Joe. Genau. Die haben Millionen eingesteckt und. Ja, also da kann man wunderbar sehen, wie sozusagen der
tiefe Staat regiert, ja, da ist jetzt einer, der passt nicht, weil wir ihn nicht so richtig kontrollieren können, und der muss weg. Und deshalb muss ein anderer her, und da wird, also, das war ein Staatsstreich, kann man doch sagen. Also diese ganze Russiagate-Affäre, da haben Polizei, Kongress und Geheimdienste mitgearbeitet, einen Kandidaten zu desavouieren. Ja, das sollte in demokratischen Systemen eigentlich nicht vorkommen. Ja, ist aber vorgekommen, und so sieht man, wie operiert wird. Ja, und beim Glas Wein, wie du gerade sagst, wird hier der Trump, den müssen wir jetzt mal ausschalten, und dann machen alle Medien mit, und dann passiert's. Ja. Herr Wapp, wir hatten Sie unterbrochen bei dem Thema. Gibt es da noch eine Ergänzung zum Thema? Ja, es gibt soweit eine Ergänzung, weil entscheidend ist dann immer, wie homogen diese Machtelite ist. Mhm. Und je homogener die ist, desto weiter ist sie weg von der Bevölkerung. Und desto abgehobener ist sie und desto stärker die Tendenz, Entscheidungen jenseits demokratischer Verfahren zu orchestrieren. Sie können mich fragen, warum wird darüber nicht berichtet? Wer taucht denn in Redaktionen zumeist auf? Und diese Tendenz hat sich verstärkt. Der Weg in den Journalismus bringt eine lange Durststrecke oft mit sich. Das sind vor allem unbezahlte Praktika und Internships, wo man eben gucken muss, wie man das finanziert bekommt. So, wer kann das denn finanzieren? Überwiegend die Kinder betuchterer Eltern aus dem gehobenen Bürgertum. Das sind also die Söhne und Töchter, die mit einem goldenen Löffel im Hintern groß geworden sind. Und die betrachten die Welt aus der Perspektive ihrer Klasse. Und deswegen fallen bestimmte Themen unter den Tisch oder treten in den Hintergrund. Arbeitslosigkeit war in deren Kindheit nie ein Problem. Brauchen wir nicht, machen wir nachrichtlich. Obdachlosigkeit, auch nicht so wichtig. Oder Hartz IV, ja, um Himmels Willen. Wenn die sich nicht ein bisschen anstrengen, dann kriegen sie halt auch keinen Job. Oder Fragen der Finanzwirtschaft, naja, also, oder der Steuern. Der Staat, wir wissen schon, was wir mit unserem Geld machen. Und das sind natürlich auch Söhne und Töchter, die gerne das Aktiendepot der Eltern ererben. Und da liegen natürlich dann auch verschiedene Aktien drin, beispielsweise auch Rüstungsaktien. Und da weiß man natürlich, ein Krieg wie in der Ukraine, der treibt die Kurse nach oben. Ja, das ist für die Erbmasse doch hervorragend. Das würden die aber ihrem Publikum in der Zeitung, den Lesern, nie sagen, sondern die sagen, ja, wir müssen der Ukraine helfen gegen den bösen Putin. Aber eigentlich liegen ganz andere Motive dahinter, nämlich das Motiv der Selbstbereicherung. Nur das wird nicht kommuniziert. Und so funktioniert der tiefe Staat. Herr Höfer wollte einmal und dann Frau Rabe. Ich finde auch ein Zeichen von durch einen tiefen Staat regierte Staaten ist immer das, was an der Spitze, an der offiziellen Spitze, was uns sozusagen auf der Bühne präsentiert wird an Präsidenten, Bundeskanzlern oder wie auch immer. Es sind ja meistens Menschen, die Dreck am Stecken haben. Ja, ob das jetzt ein Cum-Ex-Skandal ist oder die krummen Geschäfte in der Ukraine der Familie Biden. Wenn so eine Person, die ganz offensichtlich was zu verbergen hat und sich dann mit Erinnerungslücken herausreden kann, an der Spitze eines Staates steht, ist das für mich ein ganz eindeutiges Indiz dafür, dass da Hintergrundstrukturen das eigentliche Sagen haben. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt sehe in den USA, dass Joe Biden ernsthaft nochmal für eine zweite Kandidatur in Betracht gezogen wird, als ältester Präsident, den es jemals gab, und als Mensch, der es physisch gar nicht mehr in der Lage ist, dieses Amt auszuführen, da kann er ja nichts dafür, ist halt ein alter Mann. Aber es sollte schon der mächtigste Mann der Welt in der Lage sein, irgendwie zu wissen, wo er gerade ist. Auszusprechen. Ja. Ja. Daran erkennt man ja sehr deutlich, dass da Hintergrundstrukturen am Machen sind, die da sozusagen die Puppenspieler sind. Und ich glaube, hier in Deutschland ist es ja nicht anders. Hier hat ja auch jeder Zweite, der in irgendeinem Ministeramt sitzt, irgendwas zu verbergen, ganz offensichtlich. Aber sie genießen halt Immunität und sind dann nach 4 oder 8 Jahren sowieso raus aus dem Spiel und dann fragt ja auch keiner mehr nach. Und so läuft das halt. Ja, also starke Anzeichen für einen tiefen Staat sehe ich da ganz insbesondere hier in Deutschland und eben auch in den USA.
Frau Rabe, Sie wollten noch einmal... Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Beispiel dazu. Ich recherchiere gerade an einer ganz anderen Story. Das ist Wirtschaftskriminalität auf sehr hohem Niveau, feindliche Übernahmen. Also bisher wurden ja, bevor eben Putin die Ukraine angegriffen hat, wurden ja russische Investoren und russische Investitionen hier geradezu bejubelt in Deutschland. Mhm. Ja. Und was die wenigsten wissen... Diese feindlichen Übernahmen von zum Beispiel Familienunternehmen, größere Industrien und so weiter, wo dann plötzlich russische Anteilseigner mit eingestiegen sind oder sogar ganz übernommen haben, die werden in Wiener Hinterzimmern, in Wirtschaftskanzleien abgesprochen mit Vertretern der Deutschen Bank, der Commerzbank, dem Wirtschaftsministerium, verschiedenen Wirtschaftsministerien und so weiter und so weiter. Bei diesem Fall, den ich jetzt gerade recherchiere, können wir es beweisen. Wir haben Namen, wir haben Zeiten, Orte und so weiter. Ja. Und wenn man jetzt den Gegenstand Industrie ersetzen würde durch Drogenhandel, Menschenhandel, Prostitution, dann wäre es organisierte Kriminalität. Und nichts anderes ist genau, das auch. Genau, und nichts anderes ist das auch. Aber diese Menschen bekommen schwindelerregend hohe Boni, jedes Jahr bezahlt, werden mit Preisen ausgezeichnet. Ja? Und das ist richtig perfide. Das ist einfach da steckt eine so große Arroganz hinter, das einfache Volk, die einfachen Menschen so zu verdummen oder so im Hintergrund im Trüben fischen zu lassen, dass man da teilweise wirklich richtig die Wut kriegen könnte. Denn im Grunde genommen ist das hochkriminell, was da gemacht wird. Mhm. Mhm. Ja, ich würde gerne noch ein wenig an die Überlegungen von Frank Höfer anknüpfen. Sie haben ja darauf hingewiesen, Biden habe im Wesentlichen seine guten Jahre hinter sich. Und es gibt Berichte aus Kabinettssitzungen der Vereinigten Staaten, dass also der Präsident lediglich vorgefertigte Manuskripte vorliest, dass da gar nicht mehr diskutiert wird. Und das wirft natürlich auf einen Blick oder das Licht auf sein unmittelbares Umfeld. Und dieses Umfeld besteht im Wesentlichen aus Victoria Nuland als stellvertretende Außenministerin, Jake Sullivan, der Sicherheitsberater, und Anthony Blinken in außenpolitischen Fragen. Hier haben wir es zu tun mit drei Neocons in der Tradition von Paul Wolfowitz, die alle eines anstreben: Full Spectrum Dominance der Vereinigten Staaten. Also die Vereinigten Staaten sollen als einzig verbliebene Supermacht überall auf der Welt in jedem Sektor überlegen handlungsfähig bleiben. Danach richtet sich das aus. Und hier komme ich auf die Pipeline-Geschichte. Derjenige, der nach den Informationen von Seymour Hersh dieses Attentat orchestriert hat, war Jake Sullivan. Jake Sullivan war als Berater von Hillary Clinton schon 2009 für den Putsch in Honduras verantwortlich. Er hat dann 2011 weitergemacht in Libyen, als eben die Vereinten Nationen eine Flugverbotszone verhängt haben. Das wurde dahingehend ausgeweitet, dass man gesagt hat, ja, dann können wir ja das ganze Land zerbomben. Und so hat er bis heute Chaos angerichtet. Es geht weiter mit der Orchestrierung des Bürgerkriegs in Syrien, wo Jake Sullivan klar die Marschrichtung vorgegeben hat. Der IS ist in Syrien auf unserer Seite. Und das passt ins Bild. Das ist ein Mann, mit dem es auch in Europa sehr, sehr schwer wird, wieder eine Friedensordnung hinzukriegen. Das muss man klar sagen. Und das passt auch ins Bild der Full Spectrum Dominance, dass die Vereinigten Staaten die Pipeline zerstört haben. Joe Biden hat es angekündigt. Victoria Nuland hat es begrüßt. Das passt auch zu den Informationen, die ich aus Norwegen habe, von den Leuten, die das da vor Ort recherchiert haben, wie die Norweger eben die Vereinigten Staaten im Grunde bei diesem Attentat unterstützt haben. Und Seymour Hersh hat das auch am konkretesten und detailliertesten gezeigt, wie die Entscheidungsverläufe waren. Es passt hier alles zusammen. Und um das Bild zu vervollständigen, sehr typisch für mich ist auch, dass die bundesdeutsche Presse sich alle Mühe gibt, die Rechercheergebnisse von Seymour Hersh zu widerlegen. Auch das passt hier ins Bild. Also das sind diejenigen, die das orchestrieren. Und da kann der Präsident heißen, wie er will. Dieser Apparat besteht im Wesentlichen aus Neocons. Der Spiegel hat doch jetzt gerade aber gezeigt, dass man da mit einem
mit einer kleinen Segeljacht und so ein paar Flossen von Hertie und Schnorchel das alles machen kann. Ja? Frau Rabe kommt aus der Welt der Schifffahrt, die kann das sicher erklären. Und der Seymour Hersh, der ja einer der renommiertesten Journalisten ist international, der kann in den USA nirgends mehr publizieren. Seine Artikel über Osama Bin Laden und das Bin Laden und die Family, die hängen ja auch dick mit der Bush-Familie zusammen und so weiter und so weiter. Das konnte auch nicht mehr in den New York Times, Washington Post, da musste dann London Review of Books ist das erschienen. Und da die drucken jetzt seine Sachen auch nicht mehr. Jetzt muss er es auf Substack im Internet machen. Also unsere Branche sozusagen ist eben auch leider völlig verkommen. Ja, da geht nichts mehr. Und jetzt wird dann eben zusehends, wir haben gerade ein neues Gesetz in der EU, dass also die ganze Kontrolle des Internets noch weiter verschärft werden soll. Also geht mal alle davon aus, sowas wie Seymour Hersh und so eine Recherche, die kann dann in 3-4 Jahren oder so auch nicht mehr im Netz erscheinen und wird sofort gelöscht. Ja, so läuft's leider. Und von daher, der tiefe Staat ist auf dem Vormarsch und zwar massiv. Ja. Gut, darüber würde ich gerne zum Schluss der Sendung sprechen. Da sind wir noch nicht. Dieses Thema, dass ich sage, am Ende setzt sich die Wahrheit immer durch. Und das ist, glaube ich, etwas, oder das ist das Licht am Ende des Tunnels. Dass Wahrheit kann nicht dauerhaft unterdrückt werden. Aber gut, kommen wir jetzt noch mal zu dem, was Sie schon angesprochen haben und was auch immer mal wieder so durchgeblitzt ist in dieser Diskussionsrunde, dass nämlich Ihre Arbeit stark behindert wird. Und wie lebt es sich denn, Frau Rabe, als investigative Journalistin? Haben Sie Angst um Ihr Leben? Nö, jetzt im Moment nicht. Also bevor ich das allererste Estonia-Buch herausgebracht habe oder geschrieben habe, da habe ich schon gemerkt, dass sich da Druck aufbaute. Da haben wir Bombendrohungen bekommen. Da war ich mal eine Weile nicht zu Hause. Da wurde mein Sohn tatsächlich von der Kripo rausgeholt aus unserem Zuhause. Unser Hund wurde evakuiert. Die haben das wirklich sehr ernst genommen, Gott sei Dank. Mein Haarföhn in Estland war manipuliert. Also evakuiert, weil... Weil Bombendrohungen, also richtig gegen mich persönlich und mein persönliches Zuhause. Ja, also es war tatsächlich so. Und von wem kam die Drohung? Ja, das weiß man ja nicht. Die Polizei hat dann recherchiert, aber irgendwann geben die auch auf. Ne? Weil dann wurde in unser Büro eingebrochen. Dann wurden von meinem Auto die Nummernschilder geklaut. Klar, es kann auch immer natürlich andere Gründe haben. Aber wir hatten damals ein Büro im Studio auf dem Studio Babelsberg-Gelände. Und dass ausgerechnet immer alles uns passiert und unserem Büro und unserer Firma, war schon sehr ungewöhnlich. Nicht? Also andere Firmen waren da ja auch. Man wird behindert und ich muss aber noch eine Sache dazu sagen, was ich noch viel schlimmer finde, man ist ja so auf diese Attacken womöglich auf das eigene Leben oder eben auf die wirtschaftlichen Verhältnisse oder so, ist man fast schon vorbereitet. Also nach einer Weile lernt man irgendwie damit zu leben und man muss sich schützen und umgehen und so weiter. Was man fast nie hinkriegt und das ist auch wieder sehr gemein in dieser ganzen Sache, ist seine eigene Familie zu schützen. Mein Sohn war damals noch Kind, also jetzt ist er erwachsen, aber der war damals ein Kind. Und es hat Journalisten zum Beispiel gegeben, die haben dem beim Ausgang der Schule aufgelauert. Nur um ein Foto von ihm zu kriegen und dann nachher in schwedischen Zeitungen das zu veröffentlichen. Die haben mit Lehrern gesprochen, ob er denn gut in der Schule ist oder schlecht. Was hat das mit meiner Recherche zu tun? Also, und da wird man schon geradezu richtig persönlich angegriffen. Andere werden diffamiert im Netz, bin ich auch diffamiert worden. Da macht man sich dann irgendwann nichts mehr draus. Aber diese Angriffe auf die Familie, die sind schon etwas heikel, weil man natürlich, oder auch auf Freunde oder so, weil man natürlich nicht will, dass es anderen durch die eigene Arbeit schlecht geht. Ne? Also man will nicht, dass jemand anders angegriffen wird, der gar nichts dafür kann und auch gar nicht weiß, was da los ist womöglich. Ne? Aber ich weiß, ihr werdet das sicherlich auch erlebt haben, dass auch die Person... Man wird halt diffamiert. Ich habe jetzt sowas nicht erlebt, in dem Sinn, wie sie erzählt, aber eben ich habe 20 Jahre für alle Sender, für große
große Zeitungen und so weiter gearbeitet. Und nach dem 11. September war ich verbrannt überall. Ja, Verschwörungstheoretiker, Antisemit, Nazi und dieses ganze Zeug. Da werden Kübel von... Und das ist ja mittlerweile jeder, der kritische Fragen stellt oder das offizielle Narrativ. Ich meine, das ist Ich kenne das seit 20 Jahren, deshalb juckt mich das schon gar nicht mehr. Ja, aber Menschen, die das jetzt ja im Zuge von Covid oder im Zuge des Russland-Ukraine-Kriegs jetzt auch abkriegen, die sind, ja, das kann doch nicht sein, wieso bin ich denn jetzt auf einmal, ja, aber das ist die Methode, mit der man Journalisten, Kollegen, die irgendwie Dinge recherchieren und schreiben und tun, die nicht in die große Erzählung passen, ja, die müssen ja irgendwie weg, und da sie jetzt nun mal, wie wir auch, ihr Handwerk verstehen, wir haben das ja gelernt und wir können das, niemand sagt, ja, du bist schlecht, nein, du hast nur die falschen Themen und mach doch bitte was anderes und dann zahlen wir dich auch gut und okay. Oder du hast dich mit den falschen Leuten getroffen, das heißt die Kontaktschuld ist ja auch so ein Thema. Ja, du hast mit denen gesprochen das, und dann genau, in dem Augenblick. Du hast ja mal mit Ken Jebsen geredet, ja, oh, ja, so. Solche Dinge passieren und da muss man, ich habe damals nach dem 11. September mir das auch überlegt, aber meine Kinder waren schon groß und waren aus dem Haus, ich musste nicht mehr ja sorgen, dass ich eine Familie durchbringe in dem Sinne. Und 10 Jahre vorher, glaube ich, hätte ich das nicht so gemacht. Und dann hätte ich meinem Radioredakteur gesagt, naja, okay, schmeiß Mohammed Atta, schmeiß die Koffergeschichte weg, ich mache irgendwas anderes. Weil ich angewiesen war auf das Honorar und auf die, ne, man lebt ja davon, dass man schreibt und recherchiert. Und da gehört schon dann sozusagen ein bisschen Mut oder so dazu, zu sagen, okay, ja, und ich hatte keine Angst mehr um mich oder um die Familie und deshalb habe ich gesagt, ich mache jetzt weiter den 11. September. In die USA habe ich mich aber nicht mehr getraut seitdem. Ja, da, ich war seit 20 Jahren da nicht mehr. Ich war in den 90ern oft da und in den 80ern auch, aber jetzt ist mir das zu heikel, da nochmal hinzufahren. Meine Bücher sind ja auch da erschienen teilweise, ja, und da ist man eben auch verbrannt. Und damit muss man rechnen, ja. Und viele, die das jetzt neu erleben, ja, weil bei Corona und beim Russlandkrieg jetzt, der Meinungskorridor wird ja immer enger gezogen, ja. Und wer jetzt nur leicht abweicht, ist draußen. Und wer wird denn in den Talkshows noch eingeladen? Das ist doch alles drei Stühle, eine Meinung. Es wird doch nicht mehr diskutiert. Gut, das könnte man uns jetzt hier an dem Tisch heute auch vorwerfen, aber grundsätzlich sagen wir auch immer, wir sind offen für die, in Anführungsstrichen, andere Seite. Sie kommt nur nicht. Wir haben dann irgendwann auch gesagt, ja gut, das Einladen können wir weitermachen, aber wir machen es immer hier als offene Einladung. Genau. Ich habe es schon in der Klimasendung neulich gesagt und habe gesagt, also herzlich willkommen an diesem Tisch und gerne in einen offenen Diskurs, weil das ist die grundsätzliche Idee dieses Formates. Über den 11. September wollten eine Menge Leute haben gesagt, hier, diskutieren Sie doch mal im Radio. Ja. Brückers sagt da die und die These. Nee, mit dem rede ich nicht. Der ist ja Antisemit. Da sind wir wieder bei der Kontaktschuld. Ja. So, also vollkommen irre. Aber so läuft's eben. Ja, und alle Kollegen, die sich da mal sozusagen aus dem Fenster gelehnt haben mit irgendwas, die müssen damit leben. Ja, das geht, anders geht es nicht. Wenn du nicht sozusagen mit der Herde mittrabst und die offizielle Erzählung weitergibst, ja, dann hast du es schwer. Ja, das ist nicht so easy. Ja. Herr Höfer, wie leben Sie damit? Oder kommt das bei Ihnen gar nicht vor? Ja doch, ich habe aber, als ich mich 2006 dafür entschieden hatte, diesen Weg zu gehen, war mir klar, das geht nicht auf ewig, dass ich jetzt parallel beim NDR oder bei der ARD da die Tagesschau-Themen schneide und dann in meiner Freizeit da nur Wieso betreibe. Das wusste ich, das geht nicht lange gut, deswegen habe ich mich relativ frühzeitig dazu entschieden, mich eben zu entscheiden. Und zwar für den Bürgerjournalismus. 2009 habe ich dann entschieden, ich arbeite nicht länger für die GEZ-Medien und habe dann voll und ganz. Und habe mich da dann auch da ganz bewusst dazu entschieden, alles auf diese eine Karte zu setzen, das eben zu versuchen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 2-3 Filme gemacht, hatte auch die Erfahrung, das funktioniert. Es gibt Nachfrage nach alternativen Narrativen, nach einfach
allem anderen, was eben nicht dieser Mainstream-Einheitsbrei ist. Und mir war schon klar, dass man sich da Angriffen aussetzt. Als ich begonnen hatte mit dieser Arbeit, da war ich auf mich alleine gestellt. Ich hatte keine Kinder. Heute ist das anders. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Und das bietet natürlich Angriffsfläche, aber da gehe ich überhaupt nicht in die Angst. Aber was man eben auch sagen muss, ist, dass in letzter Zeit sich auch die Strategie zur Bekämpfung anderer Meinungen geändert hat. Man haut halt nicht mehr einfach so drauf und macht platt oder kommt mit dem Gift in der Whiskyflasche, sondern es passiert halt subtiler. Man versucht natürlich die Reputation zu zerstören, sofern da überhaupt was da ist, was man zerstören kann. Das ist bei mir nicht der Fall gewesen. Ich hatte quasi nichts zu verlieren und das Einzige, was ich zu verlieren hatte, habe ich freiwillig hergegeben, um denen jedes Argument zu nehmen. Aber ich verstehe das natürlich, wenn da irgendwie zum Beispiel eine Professur ist oder eben ein gut bezahlter Job, dann überlegt man sich das eben zweimal, ob man dann diesen Weg geht. Und heutzutage sind eben die Mechanismen die, dass man durch die Möglichkeiten im Internet, die man hat, da eben auch ganz klar zensiert. Das macht man aber gar nicht mehr so wie noch vor 2-3 Jahren, dass man einfach das weglöscht, weil auch das funktioniert nicht mehr. Weil wenn man jetzt nämlich anfängt, das halbe Internet quasi zu zensieren, dann ist es sehr auffällig. Das würden die Leute merken. Deswegen lässt man die Publizisten jetzt im Internet gewähren, kann jeder sagen, was er will. Es wird auch sehr wenig gelöscht, es sei denn, es ist wirklich knallhart an der Linie. Aber man tut es halt durch Algorithmen der Öffentlichkeit vorenthalten. Also ich merke das massiv. Wir haben unser ältester YouTube-Kanal, der im Übrigen schon 3-mal gelöscht wurde, immer wieder hergestellt wurde von YouTube aufgrund des Widerspruchs. Der hat über 250.000 Abonnenten. Wenn ich da ein spannendes Video hochlade, kriegt das noch 3.000 Klicks. Also daran sieht man, wie die Algorithmen funktionieren. Selbst die 250.000 Menschen, die unsere Inhalte gerne sehen, wollen, kriegen sie nicht, bekommen sie trotzdem, trotz Abo und trotz der Zusage, ich möchte bitte informiert werden, wenn ihr was Neues hochladet. Shadowbanning. Ja, Shadowbanning. Und so wird das dann eben gemacht. Und Sie hatten vorhin den Begriff Full Spectrum Dominance gebracht. Das halte ich sehr wichtig, dass die Menschen diesen Begriff verstehen. Denn es ist ja ausschließlich die USA, die sich die Großzügigkeit leistet, die komplette Welt in Kommandoposten einzuteilen. CENTCOM, AFRICOM, EUCOM, die ganze Welt. Zu jedem Flecken der Erde gibt es einen amerikanischen Kommandoposten. Das macht kein anderer Staat dieser Welt. Und dieses Full Spectrum Dominance bedeutet halt, dass man die komplette Hoheit zu Land, zu Luft, zu Wasser, im All und im Internet haben will. Diese Cyberdoktrin kam dann mit Obama noch dazu als fünftes Gefechtsfeld. Und dieses Full Spectrum Dominance, das haben weder die deutschen Medien noch wir durchdrungen, was da eigentlich passiert. Das ist ein weltweiter, globaler Großmachtsanspruch, den die USA da definiert, umsetzt und alle machen mit. Also in Deutschland scheint es deutsche Staatsräson zu sein, das nicht zu kritisieren, sondern gut zu heißen und eben auch mitzumachen. Und wenn dann eben der amerikanische Präsident vorm Bundeskanzler der versammelten Medienjournalie erklärt, dass es durchaus Mittel gibt, Nord Stream 2 zu beenden. Ja, und selbst auf Nachfrage, wie denn die Amerikaner das bewerkstelligen wollen, weil sie haben ja gar keine Hoheit darüber. Es ist weder ihre Pipeline, noch ist es in ihren Gewässern, wie um alles in der Welt. Wie hat er denn das jetzt gemeint, was er gesagt hat? Wir können das schon. Ja, ja, da gibt's nur, glauben Sie mir, wir haben da schon unsere Mittel. Und der deutsche Bundeskanzler steht daneben und grinst das einfach nur ab. Der hat keine Nachfrage. So, wie meinen Sie denn das jetzt hier? Wie Sie haben Mittel, unsere Infrastruktur zu zerstören? Ja. Da gab es ja gar keine Nachfrage. Und das sagt eigentlich alles. Ja, sein Kollege, sein Vize Robert Habeck hat doch gesagt, ja, wir sind in dienender Führungsposition. Ja. Nein, langsam. Da muss man fragen, was hat Joe Biden gegen Olaf Scholz in der Hand? Das ist doch die Frage. Und die spielt hier nach Hamburg rein. Denn das ist die Cum-Ex-Geschichte. Na genau, man hat ihn im Griff und deshalb hält er den Mund. Ja, und wenn er es nicht macht, fliegt er auf. In einem Punkt möchte ich widersprechen. Es geht immer um Existenzvernichtung. Es geht immer um Berufsverbot und um Existenzvernichtung. Ob Sie den Fall Ulrike Gero nehmen, ob Sie den Fall Michael May nehmen oder den Fall Patrick Barb, wo das nicht mehr gegriffen hat. Nur wieso hat er die Schlagzeile gemacht, Existenzvernichtung gescheitert? Das war leider ein Volltreffer. Bei mir hat es nicht mehr funktioniert. Und ich kann mal am eigenen Beispiel sagen, wie das lief. Das erste war 2017 im Spinnennetz der Geheimdienste.
Da stehen viele Politiker aus Schleswig-Holstein drin. Damit haben wir uns schon unbeliebt gemacht. Dann steht drin, ja, die Uni Kiel soll doch auch mal ihre geheimdienstliche Vergangenheit aufarbeiten, die es gegeben hat, fanden die nicht gut. Und dann kam noch das Interview mit Ken Jebsen obendrauf. Und da habe ich ihnen gesagt, ja Freunde, wenn ihr gute Interviews macht, dann müsst ihr doch die Konkurrenz nicht scheuen. Fanden sie auch nicht gut. Dann schrieb ich ihnen hier in Recherchieren, ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung. Ja, Recherche ist ein oppositionelles Konzept. Es geht darum, dass man den Machteliten auf die Füße tritt. Da haben sie extra einen Hamburger Professor ins Feld geschickt, der dann das Buch kaputt rezensiert, weil das darf ja nicht sein. Wir wollen uns ja gemein machen mit den Machteliten. Und im Generalfaschist, salopp gesagt, war ich, als ich auf beiden Seiten der Front in der Ukraine recherchiert habe. Daraus hat dann T-Online gemacht, ich sei Putins Wahlbeobachter im Donbass während der Referenden gewesen. Und jetzt sage ich, T-Online ist immer der Treiber dieser Kampagnen. Und jetzt will ich das mal erklären. T-Online gehört zum Ströhr-Konzern. Der Ströhr ist ein Werbekonzern. Die haben diese ganzen Digitaltafeln in den großen Städten. So, und wer bestückt diese Digitaltafeln? Woher kommen die Aufträge? Sie kommen von Bund, Ländern und Gemeinden. Der Staat mit unseren Steuergeldern beauftragt Ströhr für die Kampagnen, die Ströhr macht. Also anders ausgedrückt, die Bundesregierung hat Ströhr in der Hand. Ströhr wiederum wirkt wie ein ausgelagertes Propagandaportal. Die Kritik richtet sich immer gegen Dissidenten, Abweichler von der Regierungslinie. Und es geht immer darum, diese Personen persönlich fertig zu machen. Die Kritik geht immer ad personam, nie der Sache, denn von der Sache haben die Autoren, was da läuft in der Ukraine, überhaupt keine Ahnung. Die können gar nicht mitreden. Es geht immer um die Person. Und das ist die Strategie. Und so wirkt Ströhr wie ein ausgelagertes Propagandaportal der Bundesregierung. Ganz kurz nochmal, Herr Babb, also Ströhr gehört T-Online oder T-Online gehört Ströhr? T-Online gehört Ströhr. Also Ströhr ist die Mutter, die Konzernmutter. Okay. Ja. Und T-Online arbeitet so, dass Ressentiments mobilisiert werden gegen Personen. Und mit diesen Ressentiments kann man die Klickzahlen erhöhen. Man kann sozusagen diese Ressentiments monetarisieren und kapitalisieren. Und dadurch kann man die Werbepreise auch steigern, wenn die Klickzahlen steigt. Und gleichzeitig kann man dem größten Kunden noch einen Gefallen tun. Und da stellt sich die Frage, machen die das als Auftrag oder im vorauseilenden Gehorsam? Darüber kann ich im Moment keine näheren Angaben machen. Aber wir werden es rausfinden. Deswegen kann man vielleicht noch eine Sache bemerken. Ich habe das mal versucht, eine Weile durchzuhalten. Es ist schwierig, aber es ist sehr erfolgreich. Und zwar, wenn man genau das anwendet und es umdreht. Wenn man sich einzelne Leute raussucht, die gegen einen schreiben, mal hinguckt, was sind das eigentlich für Journalisten oder was sind das für Politiker im Hintergrund oder teilweise Staatssekretäre oder zweite Reihe Staatssekretäre oder diese B-Sekretäre da. Und dann die Namen recherchiert und über die mal was rausfindet und dann bei irgendeiner Konferenz oder bei irgendwas, wo man weiß, wo die hingehen, genau über deren Schwachpunkte redet. Und dann plötzlich dreht sich was um. Dann plötzlich wird man zwar weiterhin totgeschwiegen oder die Meinungen werden nicht vertreten oder man kriegt auch immer noch keinen Auftrag vom WDR oder vom Bayerischen Rundfunk, aber dann ist eine Weile Stille. Da muss irgendwie was so funktionieren, dass dann wieder neue Leute aufgebaut werden müssen offensichtlich, die dann wieder das übernehmen, was die anderen, die ja enttarnt sind, nicht mehr machen oder nicht mehr leisten können. Und ich habe das gemerkt, also in Schweden ist das noch einfacher, weil die alle von einem Ministerium, also alle Journalisten unterstehen einem Ministerium dort. Und das ist witzigerweise noch eine Kombination aus Transportministerium, die also damals mit dem Fall Estonia zu tun hatten, und dem Ministerium, wo die Zeitungen alle organisiert sind oder unter deren Dach. Und in der Tat, das hat dann gewirkt. Als ich mir alle diese Namen, die dann irgendwie so massiv gegen mich vorgegangen sind, rausgesucht hatte und über die deren Schwachpunkte, dem einen habe ich Korruption nachgewiesen und dem anderen habe ich ganz andere Dinge noch nachgewiesen,
dann hörte das plötzlich auf. Also es trat eine Pause ein. Ist dann wieder losgegangen, aber nicht sofort. Ne? Das heißt, man kann Gegeninstrumente entwickeln, aber nur, indem man sich eigentlich gemein macht mit diesen Leuten. Man will ja gar nicht so sein wie die. Man will auch gar nicht die gleichen Instrumente benutzen, aber die sind wirkungsvoll. Sind die einzigen, die wirkungsvoll sind. Ja? Die Frage mal so an alle vier hier in der Runde. Wie oft kommt dieser Moment, wo Sie gesagt haben in den letzten Jahrzehnten, ihr könnt mich mal, ich mach das nicht mehr, der Druck ist mir zu groß. Ich schmeiß hin, Herr Babb. Man erfährt natürlich auch viel Solidarität. Von daher hatte ich eher die Situation, dass ich musste darauf Acht geben, dass sich die Auseinandersetzungen mit diesen Pseudo-Journalisten mir nicht zum Hobby mache. denn das lenkt auch von den wichtigen Themen ab. Man setzt sich dann mit Personen auseinander, die eigentlich nur Charaktermasken dieses Systems sind. Das ist eben das Problem und kommt nicht mehr zu den eigentlichen Recherchethemen. Denn die sind wichtig. Das ist ja die Schwierigkeit. Ich denke, ich habe das Gefühl, das, was du ansprichst, ja, eigentlich jeden zweiten Tag, also dass man das Kotzen kriegt, ja, wenn man die Zeitung aufschlägt, wenn man wieder neuen Irrsinn liest. Und an jedem dritten sage ich dann, ja, deshalb musst du weitermachen. Also ich würde ja auch gerne über... Ich bin ja jetzt schon im Rentenalter. Ihre Mutter hat, glaube ich, mal gesagt, meine Mutter hat, die ist ja schon 6-7 Jahre leider tot, aber wenn ich sie besucht hab und wir haben dann gefrühstückt und ich musste wieder gehen, dann nahm sie mich immer in den Arm und sagt, Matthias, du kannst doch so gut schreiben, aber schreib doch mal was Schönes. Schreib doch nicht immer die Terrorismus, Drogen, 11. September, Kennedy-Mord. Also ich habe halt immer genau da hingeguckt, wo ich dachte, hey, da stimmt doch was nicht. Ja? Und Mama hätte lieber gehabt, dass ich so über Goethe und über das wahre Gute Schöne. Das würde ich ehrlich gesagt, wenn es nach meiner Intuition auch viel lieber machen. Also, aber ich bin andererseits, ich habe mal das gelernt, Journalist zu sein. Ich habe auch keinen anderen ordentlichen Beruf. Also wenn ich Bäcker wäre oder Schreiner, wäre ich schon längst nicht mehr unterwegs in den Medien. Ja, dann würde ich sagen, ach komm, ich backe kleine Brötchen oder baue schöne Tische oder sowas. Ja, weil unsere Branche ist verkommen bis dort hinaus. Das, was wir mal gelernt haben am publizistischen Seminar, wir in Berlin, Harry Pross, berühmter Publizist, bei dem habe ich Vorlesungen und Seminare gemacht. Ja, guck dir es doch an, was die Kollegen, das wird einfach nicht mehr gemacht. Die fünf großen W und all das Zeug, dass man zwei Quellen hat und nicht nur eine, besser noch drei. Wer macht das denn bitte schön noch? Ja, es macht niemand mehr. Und das ist der Grund, warum ich, obwohl mir das furchtbar stinkt, dann immer sage, ja, aber es muss doch jemand machen. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt über den Russlandkrieg oder über Corona oder diese Dinge wirklich nur diesen Bullshit jeden Tag zu hören kriegen. Und da muss ich einfach weitermachen. Und ich werde das auch. Ja. Hör nicht auf. Herr Höfer, haben Sie schon oft den Gedanken gehabt, das Handtuch zu schmeißen? Nein, überhaupt nicht. Ich bin nach 17 Jahren, die ich jetzt diese Arbeit mache, sehr froh, mich dazu entschieden zu haben. Und die Alternative wäre gewesen, ich würde heute noch beim MDR sitzen und müsste da irgendwas schneiden. Ich glaube, ich wäre todunglücklich, wenn nicht vielleicht sogar schon tot, weil das wirklich unerträglich gewesen wäre. Von daher ist die Arbeit, die ich ja schon lange nicht mehr alleine machen, wir sind ja mittlerweile ein über 20-köpfiges Team, erfüllt uns jeden Tag mit, na, Freude würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber zumindest mit ein Stück weit stolz und wir sind froh darüber, das machen zu dürfen. Es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, das, was wir machen, funktioniert ja auch nur, weil es eine Nachfrage gibt und da wir ja niemanden abzocken mit irgendwelchen Zwangsgebühren, vor allen Dingen auf der Tatsache, dass Menschen bereit sind, freiwillig sowas auch zu finanzieren.
nur so kann das Ganze funktionieren. Und da es dies tut, seit wir das machen, hatte ich bis jetzt noch keinen Tag irgendwie das Gefühl, ah, das ist alles so sinnlos, was wir machen. Obwohl es diese Gedanken gibt, diese Tage gibt es auch, wo man sich schon die Frage stellt und feststellt, es ist doch alles sinnlos. Ja, ich habe vor 14 Jahren einen Aufklärungsfilm über Depleted Uranium gemacht. Ja, und jetzt steht hier in der Zeitung, dass die Amis hier nach Mitteleuropa Depleted Uranium, Uranwaffen an die Ukraine liefern. Da weiß man, dass die eigene Arbeit eigentlich nichts bringt. Man hat nichts zu sagen, aber man hat hunderttausende Menschen aufgeklärt, die jetzt wissen, was das für eine Munition ist und was die bewirkt. Das war eben 2009 noch nicht so, jetzt sind wir da einen Schritt weiter. Mhm. Aber mit dem Mainstream-Narrativen, beziehungsweise mit dem, was die große, breite Masse glaubt, hat das halt wenig zu tun. Und da habe ich ein paar Jahre gebraucht, um mich damit abzufinden. Tatsächlich, das fiel mir am Anfang der Arbeit schwer. Als ich Unter falscher Flagge gemacht hatte, 2007, da dachte ich wirklich, den Film stellst du jetzt ins Netz, dann dauert es eine gewisse Weile, bis natürlich sich das rumspricht, bis die Leute ins Gerede kommen, bis die selber recherchieren. Das war zu einer Zeit, wo YouTube ein Jahr alt war. Da habe ich wirklich gedacht, wenn die Information muss nur ins Netz und dann läuft das schon. Das war, glaube ich, der größte Trugschluss. Aber mittlerweile habe ich mich wirklich damit abgefunden und denke mir, ich muss auch niemanden mehr überzeugen, niemanden auch mehr dogmatisch irgendwelchen Gesprächen da sagen, hier, guck dir das an, guck dir das an. Das funktioniert nicht, das funktioniert bei mir auch nicht. Von daher tue ich das auch nicht anderen an, sondern die Filme, die YouTube-Videos, die Publikationen, die Bücher, das verstehe ich heutzutage als Angebot. Es ist ein sehr, sehr großes Angebot. Man kann gar nicht alles, was es an guten Aufklärungsinhalten gibt, konsumieren. Da muss man schon eine Auswahl treffen. Auch das war 2007 ganz anders. Ja, da hatte man in der Woche ungefähr 2 Stunden Aufklärungsinhalte zu konsumieren. Jetzt sind es innerhalb von 2 Stunden eine Woche, was dann halt nicht mehr reingeht. Und von daher, nein, ich bin aus der Frustration mittlerweile wieder raus. Und sehe es eben als die Aufgabe von uns, da einfach weiterzumachen für alle diejenigen, die auf der Suche sind und mit den Inhalten was anfangen können. Und mehr, glaube ich, darf man nicht erwarten. Und wenn man sich damit zufrieden gibt, lässt sich eigentlich auch, glaube ich, ganz gut leben mit der Arbeit, die man macht. Also leben im Sinne von guten Gewissens, weil das ist ja das Wichtige. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, alle hier an dem Tisch hätten auch einen Berufsgang einschlagen können, der zum Beispiel finanziell erfolgreicher gewesen wäre oder auch vom gesellschaftlichen Stand zu einem anderen Status geführt hätte und eben nicht zum Verschwörungstheoretiker. Kommt er auch zur Party? Oh, nö. So, das ist ja selbst erlegtes Elend sozusagen. Ich mache das ja in vollem Bewusstsein. Aber ist das mittlerweile ein Ausbildungsberuf, Verschwörungstheoretiker? Ich weiß es nicht. Ja, ich wollte schon mal, ich bin ja Diplom-Konspirologe. Ja. Ich habe mir schon mal überlegt, ja, man könnte doch mal Workshops, Seminare anbieten. Ja, also denke, ja, es ist völlig, mittlerweile ist das Wort ja auch, also man sagt ja nicht mehr Verschwörungstheorie, jetzt sind es Verschwörungslegenden, Verschwörungsideologie ist jetzt das der ist neueste Hit. Ja. Also da wird auch immer wieder gewandelt. Und was ich anfangs sagte, dieses Lexikon, was ich gemacht habe und danach, das ist das der erste Teil meines ersten Buchs über 9/11. Ja, da habe ich eben genau versucht, auch mal so die Strukturen und so zu beschreiben. Da steht das alles drin. Und mittlerweile denke ich, ja, also mir geht es natürlich jetzt hier rein und da raus, wenn man sagt, Breukers Verschwörungstheoretiker und so, wir lachen ja nur noch darüber, ja. Weil eben, du hast es vorhin gesagt, ja, die anderen Verschwörungstheorien, die viel, also Osama und die 19 Teppichmesser, 2 Flugzeuge bringen 3 Türme zum Einsturz, das ist doch die absurde Verschwörungstheorie. Doch nicht das, was ich geschrieben habe, dass das und das und das, dass die gar nicht fliegen konnten, zum Beispiel, ja. Oder das sind von daher muss man souverän und ja, gelassen damit umgehen. Das fällt einem am Anfang schwer und die Leute, die es jetzt abkriegen, neu, die sind dann auch verunsichert und ich sage immer nur, hör zu, damit musst du jetzt leben. Und man kann auch damit leben. Was Frank gerade sagt, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir mit unseren alternativen Medien, ja du auch mit deinem Kanal und er und wir mit unseren Blogs und mit unseren
Sachen natürlich auch einen sehr großen, guten Zuspruch kriegen. Ja, also dass die Leute, was ich jeden Tag E-Mails kriege, wo sich Leute einfach nur bedanken. Ja, so. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ein Großteil der Bevölkerung einfach, ja, denen stehen die Mainstream öffentlich-rechtlichen Medien hier, die können sich das gar nicht mehr angucken. Und deswegen sind Leute wie wir, die noch sowas machen. Also neulich schrieb einer, ihr seid hier zum dritten Jahrtausend, was ich mit Pohlmann und dem Robert Fleischer mache. Danke, ihr seid die Scholler-Tours unserer Tage. Ja, da habe ich gesagt, ach nee, häng mal ein bisschen tiefer. Muss nicht sein, ja. Aber so sehen das die Menschen und deshalb unterstützen sie uns, deshalb spenden sie auch und deshalb haben wir großen Zuspruch. Und solange uns jetzt Google, YouTube und Co. nicht abschalten und wir nur noch auf Rumble und Odyssey und wie die anderen Kanäle heißen unterwegs sein können, solange wird es auch weitergehen. Nochmal, ich glaube, Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken, dann kommt was anderes. Es geht einfach nur, es gibt so ein schönes Sprichwort, eines meiner Lieblingssprichwörter, der Weg legt sich unter die Füße, während man ihn geht. Und das ist genau der Punkt. Als wir damals zum Beispiel auch mit diesem Projekt angefangen haben, 2020 im Juni, hätten wir auch nie gedacht, dass wir hier jetzt heute sind. Und ich sage das auch gerne immer wieder, es ist nur mit eurer Unterstützung möglich, es ist nur mit der Unterstützung hier von allen möglich, die auch hierher kommen, sich das anschauen. Und dann wird es etwas Neues geben. Und ich bin vom Herzen her überzeugt, es lässt sich nicht unterdrücken. Und das ist vielleicht von einigen als naiv zu werten. Ich glaube, oder ich weiß auch nicht, wie schwierig das noch wird. Darüber müssen wir nicht sprechen. Aber nichtsdestotrotz zeigt es auch, dass jeder etwas beitragen kann. Frau Rabe, jetzt würde ich von Ihnen noch gerne wissen, wie bleiben Sie heiter bei all dem? Oh, ich liebe das, was ich tue. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, genau. Das vereint uns hier auch. Oder ich will nicht für die Kollegen sprechen, aber man hört das aus dem, was sie sagen. Ich glaube, erstens, ja, man hat die Verantwortung. Und wenn man etwas durchblickt hat, dann hat man auch die Verantwortung als Journalist, das nach außen zu tragen. Weil das ist ja der Beruf des Journalisten. Aber ich glaube, wir müssen auch alle gestehen, das macht uns nach wie vor Spaß. Schreiben macht uns Spaß, Filme machen macht uns Spaß. Und wenn die auch noch Gehalt haben und eine Wahrheit ans Tageslicht bringen, ist es doch umso besser noch. Und wie gesagt, solange man uns nicht ganz abschaltet, glaube ich, werden wir auch alle weitermachen und heiter weitermachen. Heiter, also weiter. Mein Leben ist... Mein Leben hat sich nicht negativ verändert, dadurch, dass ich negative Sachen investigativ aufgedeckt habe. Ich muss auch sogar sagen, ich habe manchmal auch entdeckt, und da muss man sogar denen auf der Gegenseite ein Kompliment machen, gerade im Fall Estonia, was für eine Mühe geben die sich, ja? Und wie erfolgreich sind die zum Teil da drin, eine Strategie der Vertuschung umzusetzen. Ich meine, alleine für Techniker und Physiker, die sich da jetzt alle mit Gutachten bemühen, da gehört ja schon was zu, den eigenen Ruf aufs Spiel zu setzen, solche Dusseligkeiten in die Welt zu setzen und das auch noch mit dem eigenen Namen zu unterschreiben. Etwas, was physikalisch ganz und technisch ganz leicht widerlegt werden kann. Normalerweise würde das ja ein Techniker oder ein Wissenschaftler gar nicht so gerne machen. Also man muss denen auch mal ein Kompliment machen. Die sind auch erfolgreich. Die haben auch zu tun. Ja, einige. Die haben richtig viel zu tun und müssen sich immer wieder Gedanken machen. Jetzt kommt schon wieder Kritik und jetzt kann das wieder nicht stimmen. Jetzt muss ich die Theorie wieder umdrehen und anpassen und so weiter. Also die sind auch busy. Die sind richtig busy, ja. Die werden vielleicht etwas besser bezahlt wie wir. Das kann sein, ja. Aber letztendlich, ich glaube, das hält uns alle nicht ab davon, dass wir trotzdem weitermachen. Und wie gesagt, mein Leben hat sich nicht dadurch negativ verändert, sondern eher kann ich sagen, ich kann immer noch in den Spiegel gucken, ohne dass ich mir schlecht vorkomme. Ich glaube, das ist ein... Ich denke, das ist schön zusammengefasst und vereint alle hier, dieses in den Spiegel schauen zu können und das zu tun, wo man das Gefühl hat, das ist die eigene Wahrheit. Da sind wir wieder bei der Wahrheit und ich plädiere stark für die Wahrheit. Und dennoch habe ich in der Anmoderation eine Frage gestellt, die ich auch gerne nochmal in diese Runde geben würde, nämlich, ob es vielleicht am Ende nicht doch vielleicht besser ist, nicht alles zu wissen, Herr Barb. Nein, das sehe ich nicht.
Da habe ich schon eine gewisse Lust und auch eine Oppositionslust, noch ein Schrittchen weiter zu gehen. Ist schon ein schönes Gefühl, morgens in den Spiegel zu blicken und zu wissen, das wird ein Tag. Aber für die anderen, denen ich eins ausgewischt habe, wird er schlimmer. Und das ist ein gutes Gefühl. Ja. Ich sag auch, wenn man, es ist schon bedrückend, wenn man in einem Krisengebiet unterwegs ist und sieht zu, wie Raketen in der Hauswand einschlagen. Gibt es auch ein neues Buch jetzt von Ihnen auf beiden Seiten der Front? Ich glaube, das ist noch nicht erschienen, aber wir haben zumindest mal einen Ausdruck auf den Tisch gelegt. Kommt am 9. Oktober, meine Reisen in die Ukraine, auch ins Kriegsgebiet und natürlich auch die Reisen in den Westteil, um mal die Soziallage und die Vorgeschichte dieses Krieges zu schildern. Und da hat man schon ein komisches Gefühl, wenn einem im Grunde genommen Schreibtischbewohner in Redaktionen in den Rücken fallen. Das hätte es vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Also ich würde sagen, vielleicht vor 30. Ich habe es noch anders gelernt, da hat man die Kollegen vor Ort eher respektiert. Und da muss ich sagen, da ist was in meinen Augen kaputt gegangen und ohne das, was wir hier tun, wäre der demokratische Diskursraum in meinen Augen schon vollständig zusammengebrochen. Ich meine, Wissen kann man ja eigentlich gar nicht genug haben. Für einen selber ist doch dann immer hinterher das Problem, ich muss es irgendwie filtern für mein eigenes Leben. Also auch ganz normal als Rezipient, als Zuschauer, als Leser einer Zeitung. Aber etwas zu wissen und dann was draus zu machen oder eben auch nichts draus zu machen. Es kann ja auch sein, dass es was ist, was mir dann nicht so wichtig ist. Das kann ich aber selber entscheiden. Also der mündige Bürger muss und kann und sollte das doch selber entscheiden. Das ist doch unsere eigentlich freiheitlich-demokratische Grundordnung. So habe ich sie immer verstanden. Ja. Deswegen lieber weiß ich zu viel und filter dann weg, was ich nicht für nützlich halte, dass ich damit weiter lebe oder mir das immer jeden Tag ins Bewusstsein rufe. Aber deswegen das Weghalten oder das Verheimlichen, das ist nicht fair. Weil jemand anders möchte das vielleicht aufgreifen, vertiefen, da vielleicht eine Studie zu machen, wie auch immer. Es geht darum, also kann ich für mich sagen, also viel wissen und viel auch recherchieren über bestimmte Fälle und Dinge, die einen interessieren, ist unbedingt nötig. Und da will ich auch so viel wissen, dass wir so das machen, was wir machen, hat, glaube ich, mit einer Eigenschaft, wir sind auch neugierig. Und das muss ja jeder Journalist auch sein. Was ist denn da? Also da muss man dann hingucken, ja, und will es dann auch noch wissen. Und wenn da noch was unklar ist, dann will man noch mal dahinter gucken und so, ja. Das ist eine Tugend oder Eigenschaft, die einfach unverzichtbar ist. Und wenn man dann gesammelt hat, das, was man hat, ich will mit meinen Büchern niemanden missionieren. Ich will die Leute zum Selbstdenken bringen. Wir übrigens mit unseren Sendungen auch nicht. Ganz wichtiger Aspekt. Okay. Wir sagen immer, es geht nicht um die absolute... Ich packe das, was ich als neugieriger Mensch gefunden habe und was ich irgendwie aufschreiben kann oder präsentieren kann, so zusammen, dass man es lesen oder verstehen kann. Aber ich sage nicht, so wie beim 11. September, der war's oder der war's, sondern hier, das sind die Facts und macht dir selbst ein Bild. Ja, und darum geht's, ja. Und wir verkünden keine Wahrheiten, sondern wir präsentieren Fakten, Realität, die Wirklichkeit, nicht die Narrative, dieses konstruierte Konstrukt. Das ist ja wie, Platons Höhle, ja. Also wir sehen nur Schattenspiele an der Wand, ja. Das sind die Narrative. Aber die Wirklichkeit hat damit eigentlich nichts zu tun, ja. Und unser Job ist, die Partikel von Fakten und von Realität zu sammeln, zu suchen und hinzuschreiben. Und nicht dem Leser unbedingt zu sagen, glaub jetzt dies oder glaub jenes, sondern mach dir selbst ein Bild. Das ist unser Job. Und den machen wir, also ich und ihr, glaube ich, auch gerne und mit Freude. Und von daher, man kann gar nicht genug wissen, aber man sollte sich hüten, dass man seine Wahrheiten sozusagen jetzt anderen aufzwingt. Nee, bitteschön, hier ist meine
Also hier sind meine Sachen und macht euch selbst ein Bild. Denkt selbst. Das ist doch das Beste und Einzige, was man machen kann. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen aus unserem Publikum. Aber bevor wir zu diesen Fragen kommen, Wissen und auch so ein Wissen macht ja aber auch Angst, Herr Hüffer. Also Angst, hat meine Oma immer gesagt, ist nie ein guter Begleiter. Wenn man sich anfängt, mit solchen Themen zu beschäftigen, kann das durchaus vorkommen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. So eine Ohnmacht dann plötzlich. Genau, man steht etwas gegenüber, wo man sagt, ach du meine Güte, ja, und jetzt? Ja, Staatsterrorismus, ja, da ist man ja mit der größten Macht konfrontiert, die man sich da vorstellen kann, vor allen Dingen, weil sie ja gleichzeitig wegbricht als Auffangbecken, als Schutz. Also es ist quasi doppelt schlimm, wenn man erkennt, was da passiert. Bei mir, und ich bin ja hier der einzige Nicht-Journalist am Tisch, ich bin ja gelernter Film- und Videoeditor, bei mir war es tatsächlich nicht ausschließlich die Neugier, die mich dazu bewegt hat, diese Arbeit zu machen, sondern ich drück's jetzt mal ein bisschen hart aus, ich war angepisst, weil als ich diese Narrative übers Fernsehen bekommen hatte, wie zum Beispiel beim 11. September, habe ich mich intellektuell beleidigt gefühlt, ehrlich gesagt, was einem da vorgegeben wird. Und daraus hat sich meine Motivation gesteigert, weil ich hatte mit so vielen MDR-Redakteuren, ARD-Redakteuren Gespräche geführt in der Zeit von ungefähr 2004 bis 2007. 3 Jahre lang, fast jeden Tag, den ich am Schnittplatz verbracht habe, habe ich den Redakteur quasi so ein bisschen, damals noch sehr dogmatisch, weil ich mir damals nicht anders zu helfen wusste als im direkten Gespräch und da halt immer auf diesen Widerstand gestoßen bin. Und das hat mich dann frustriert und das hat dann auch mich irgendwo, das hat mich angestachelt, es denen beweisen zu wollen. Das habe ich dann mit einem Film geschafft, was ich mit Worten nie geschafft habe. Und das hat auch, das weiß ich, auch für Aufsehen gesorgt beim MDR. Mittlerweile ist es ja bei unserer Plattform so, dass die ehemalig beliebteste Fernsehmoderatorin vom MDR, die dort 20 Jahre lang moderiert hat, Katrin Huss, die arbeitet jetzt bei Nowiso. Das gefällt dem MDR natürlich überhaupt nicht. Da musste sich, soweit ich weiß, auch die Intendantin dafür auch mal rechtfertigen vor der Landesmedienanstalt. Dasselbe passierte dann, als Uwe Steimle plötzlich bei Nowiso auftauchte, als der beliebteste ostdeutsche Kabarettist. Und da muss ich sagen, wenn so die Entwicklung ist, dann freut's mich auch ein bisschen. Da bin ich auch so ein bisschen schadenfreudig, wenn die großen Sender dann eben merken, dass ihre besten Leute abziehen und ins Internet gehen und dann eben bei Portalen wie Nowiso auftauchen. Ja, das ist für die natürlich ganz schlimm. Aber die dürfen natürlich damit gar nicht öffentlich irgendwie umgehen. Die können natürlich die Leute dann platt machen. Da gibt's dann halt noch den Diffamierungsartikel über Uwe Steimle und Katrin Huss. Jetzt sind die halt völlig durchgeknallt. Aber je mehr das werden, desto einfacher wird das natürlich auch und desto glaubwürdiger wird diese Szene der Querdenker, die über den Tellerrand hinausgucken oder wie auch immer. Es glänzt ja auch nicht alles, was in dieser Szene behauptet wird. Überhaupt nicht. Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das muss man auch mal erwähnen. Aber da gibt es ja zumindest auch sehr viel Bereitschaft auch zur Selbstkritik. Also so erlebe ich das zumindest. Sehr viel würde ich jetzt nicht sagen, aber die gibt es durchaus. Gut, machen wir noch mal eine eigene Sendung drüber. Haben wir ein kontroverses Thema? Ja, ist tatsächlich ein anderes Thema. Wie viel Angriffsfläche bietet man dem Mainstream? Und da ist natürlich das Problem, dass man diese alternative Medienszene, so nenne ich es jetzt mal, nicht als homogen betrachten darf. Die ist sehr, sehr heterogen. Ja. Und da ist natürlich das mit der Kontaktschuld oder wenn da auch mal einer irgendeinen Blödsinn publiziert. Genau wie bei den Mainstream-Medien schreiben es ja dann in den Alternativmedien auch viele ab und multiplizieren es ungefiltert. Also da läuft auch ganz viel falsch. Das sind auch dieselben falschen Mechanismen wie bei den Massenmedien. Das muss noch mehr durchdrungen werden. Es fehlt eigentlich gar nicht so sehr an dem, was jeder für sich als Wahrheit definiert. An dem Begriff bestöre ich mich etwas. Sondern was fehlt, ist Medienkompetenz. Und Eigenverantwortung, genau diese Medienkompetenz zu erlangen, um sich selbst eine Meinung bilden zu können. Genau. Und ganz falsch wäre, Medienkompetenz in der Schule zu lehren. Weil hier und da gibt es das ja. Und wenn man sich
dort dann den Lehrstoff anschaut, da ist dann zum Beispiel eine Videoreferenz zu einem Video von Heiko Schrang, ja, und das ist dann das Lehrbeispiel, und da wird dann gesagt, so, hier haben wir jetzt ein Beispiel, was halt gar nicht geht, das ist das Falsche, verinnerlicht es und lernt die Mechanismen auf sowas dann halt sofort, wenn ihr über im Internet über sowas stolpert, dann sofort alle Alarmglocken anzugehen. So, und das kommt halt drauf an, wer die Medienkompetenz vermittelt. Wenn das mit einem Meinungshoheitsanspruch verbunden ist, dann ist es falsch, weil es muss sich ja jeder selber seine Meinung bilden und man kann nur die Instrumente für die eigene Meinungsbildung an die Hand geben. Ja, es geht noch um etwas mehr, glaube ich, und da zielt Ihre Frage schon auf den richtigen Punkt. Es geht um Angst. Und Angst ist etwas, was Handlungsfähigkeit lähmt. Und wenn jemand persönlich angenommen wird, ich habe vorhin T-Online erwähnt, dann geht es nie alleine um die Zielperson, sondern es geht darum, durch die Erzeugung von Angst vorauseilenden Gehorsam bei anderen zu erzwingen. Und man möchte... Ich glaube, Angst ist das zentrale Bindemittel aller hierarchischen Gesellschaften. Und sie soll dazu führen, dass wir uns vor den Machteliten ausrichten, wie Metallspäne vor einem Magneten. Das ist das Ziel. Und dagegen müssen wir angehen. Wir brauchen eine Strategie gegen die Angst, denn sie ist es, wovor wir uns fürchten müssen. Wir müssen zurückkehren zu einer Gesellschaft des sich Unterhakens und die Fähigkeit entwerfen, sich auf dem Absatz rumzudrehen und zu sagen, Freund, bis hierher und nicht weiter. Kein Millimeter mehr. Das ist, ich nenne das Zivilcourage. Ja. Und ich möchte versuchen zu erläutern, wie ich damit umgehe, wenn ich beispielsweise über einen Checkpoint vorfahre, in so einem Gebiet wie der Ukraine. Du weißt nicht, wer vor dir steht. Du weißt es einfach nicht. Das können russische Truppen sein, das kann Militärgeheimdienst sein, Milizen, irgendwelche selbsternannten Kräfte. Das weißt du einfach nicht, wer dir da das Sturmgewehr vor die Nase hält. Habe ich versucht, die Fähigkeit zu entwickeln, die Ängste zeitweise abzuspalten. Du musst ganz ruhig bleiben. Wenn du in einer solchen Situation zappelig wirst, dann kann das entgleisen. Das heißt, man muss ruhig, freundlich, sachlich. Man hat es nicht in der Hand. Der andere hat die Waffe in der Hand. Du kannst nichts machen. Das führt natürlich dazu, dass auf dem Grund der Seele die Ängste weiter vagabundieren. Denn sie sind ja nicht weg. Und sie müssen dann sozusagen nachher bearbeitet werden. Ich mache das natürlich mit Schreiben und so und überlege da viel, aber darf auch offen sagen, manchmal werde ich nachts schweißgebadet wach. Es gibt aber tatsächlich inzwischen viele Menschen, von denen ich Zuspruch erhalte, das sind solche Runden oder die Menschen, die hier mit uns diskutieren, die gibt es natürlich auch in Berlin, ich halte viele Einladungen. Und ich muss wirklich mal sagen, der Erste, als ich aus dem Donbass zurückgekehrt bin, der angerufen hat, das war nicht die Freundin Kiel, das war ein russischer Kollege, den ich lange kenne. Der sagte, wie geht's dir denn? Was war denn da wirklich los? Ich lese da Sachen von dir in der Zeitung. Und da merkt man, es gibt welche und die sind international. Und mit denen muss man sich vernetzen, weil die auch ein präzises Auge haben, um Dinge einschätzen zu können. Den habe ich auch wieder besucht in St. Petersburg neulich. Strategien gegen die Angst. Sie haben es so schön gesagt. Freundschaft hilft. Hilft. Freundschaft hilft. Freundschaft hilft. Und auch darauf wollte ich hinaus, Frau Rabe, das zu tun, was man wirklich liebt. Und damit auch anzufangen, das zu tun, was man wirklich liebt. Auch wenn man bisher etwas gemacht hat und vielleicht sich nicht zutraut, etwas Neues zu machen. Also das Leben zu leben. Das würde ich auch so unterstreichen, aber ich kann wirklich dem Kollegen Bab total zustimmen. Ich habe das auch immer wieder erlebt. Das Netzwerk, was man sich aufgebaut hat, was ja in verschiedene Teile zerfasert ist. Also ich habe ja nicht mich die letzten 30 Jahre nur mit Estonia beschäftigt, sondern eben auch mit vielen anderen Themen. Und dann hat man Freunde auch bei diesen anderen Themen getroffen oder Menschen, die zu Freunden wurden. Und ich glaube, da kann man sich über einzelne Themen und über einzelne Ängste dann mit denen, die dann am besten passen, auch austauschen. Und das hilft. Das hilft tatsächlich gegen Angst oder gegen Befürchtungen oder gegen Unsicherheit. Das ist ja alles letztendlich, sind das ja Unterformen der Angst. Ja. Und ich denke auch, also dass starke
Kollegen oder auch nicht nur Nicht-Journalisten, also einfach Menschen, die einem unterstützen, die einem notfalls in so einem besetzten Land oder in einem Land, was in einer Krise ist, Asyl gewähren würden. Also die selber, die Menschen, die sagen würden, komm zu mir nach Hause, ich versteck dich 2 Tage. Also das ist ganz lustig, gegen mich war ja tatsächlich offiziell ein Haftbefehl erlassen worden in Schweden. Und tatsächlich habe ich Leute kennengelernt, die mir auf einer Konferenz gesagt haben, und wenn du nach Schweden kommst, komm ruhig nach Schweden, wir verstecken dich bei uns zu Hause. Ja, wir haben ein kleines Gartenhäuschen, da kannst du ein paar Tage sein und da traut sich garantiert keiner, dich zu suchen. Und sowas hilft, das hilft gegen Angst, weil dann hat man einen Plan B, dann weiß man auch, und man hat Leute, mit denen man sich austauschen kann und auf die man sich verlassen kann. Die Menschlichkeit, die dann zutage tritt. Die Menschlichkeit der Menschen, der Freunde, der Netzwerke, mit denen man sonst vielleicht nur oberflächlich zu tun hat, aber die auch herausfordern, dass sie einen dann wirklich unterstützen. Das hilft. Wenn ich sage, das Leben zu leben, dann meine ich damit vor allem, und so verstehe ich auch alle hier am Tisch, der Berufung zu folgen, also das zu finden, wofür genau. Ich hier bin. Würden Sie das unterschreiben? Und, ja, deshalb mache ich das, was ich mache, und mir macht's auch Spaß. Und Angst habe ich mir schon ganz früh einfach abgewöhnt, sozusagen. Wie macht man das ganz kurz? Na, nur mal, wir haben ja die Taz gegründet Ende der 70er Jahre. So 50 Leute haben gesagt, wir brauchen eine alternative Zeitung. Und dann haben wir ganz schnell festgestellt, wir werden ja sowohl vom Osten wie auch vom Westen bespitzelt. Also wir hatten Stasi-Agenten und wir hatten CIA, BND-Leute bei uns. Und es war irgendwie immer klar, dass mittlerweile wissen wir ja auch zum Teil, wer das war und so. Ja. Und dann haben wir oft da die Diskussion gehabt, ja, aber das besprechen wir doch jetzt nicht hier. Dann habe ich gesagt, Leute, lasst euch doch da nicht irre machen, ja. Das ist doch gerade der Trick der Dienste, ja. Die wollen uns sozusagen spalten und denken, ach hier, der Patrick, der redet so komisch, der ist doch hier der Stasi-Mann, ja. Oder die Jutta wird doch von der CIA bezahlt. Weißt du, so, das wollen sie doch gerade. Und deshalb ignorieren wir das einfach. Wenn wir wirklich geheime Sachen haben, dann besprechen wir die eher tuschelnd auf dem Flur, ja. Und nicht in der großen Runde. Aber wir lassen uns davon nicht, das ist die, doch die Strategie gewesen von Co-Intelpro und Counterintelligence, so hat die FBI die Studentenbewegung in den USA unterminiert oder so. Da hat dann irgendwann keiner mehr dem anderen getraut, weil er sagt, hier, du bist aber doch, ja und so. Also davon sich einfach auch das einfach ignorieren und natürlich im Wissen, dass die Jungs da sind und so, ja, und auch aufmerksam und wach, aber keine Angst haben davor. Ja, wir sind doch stärker eigentlich, ja, sonst müssen sie uns ja nicht bespitzeln, denn die haben doch Angst vor uns, ja. Wenn ich ab und zu mit Kollegen oder Leuten spreche und da liegt das Handy auf dem Tisch, und dann sagt er, hey, komm, legen wir mal die Handys weg, ja. Das machen wir auch dann manchmal, ja. Aber ich denke, lass sie doch mithören. Lass sie doch, es ist mir doch wurscht. Sie können mich doch gar nicht aufhalten. Ja, wenn wir jetzt hier zu viert irgendeiner Story dran wären und würden das recherchieren, ja. Wir machen das, was wir machen, ja. Und wir haben keine Angst davor, dass uns da, also ich jedenfalls habe keine, sonst hätte ich schon nach 2 Tagen aufgehört, über 9/11 irgendwas zu schreiben. Ja, dann hätte ich eben freundlichere Themen gemacht und so, ja, schöne Sachen, die meine Mama sich immer gewünscht hat. Wir dürfen uns auch keine Angst machen lassen. Es ist richtig, was sie sagt. Ja, gute Freunde und Vertraute, die braucht man. Ohne die kann eh kein Mensch leben, sage ich mal. Ja, so. Und auch Leute, die einem helfen oder bei einem bleiben, selbst wenn sie die Meinung jetzt, die du da vielleicht hast, nicht teilen oder das ganz anders sehen. Da war ja auch Covid eine große Wasserscheide sozusagen, in die eine und die andere Richtung. Aber die wirklich guten Freunde, die sind auch bei dir geblieben, wenn sie da eine andere Meinung hatten. Sind viele neue dazugekommen.
Und es sind viele neue dazugekommen. Und das wollte ich auch noch sagen. Also so wie Freunde, die einem in der Not helfen, so sind natürlich auch die Zuschauer und die Leute, die Feedback geben auf das, was man macht. Dass man E-Mails kriegt, dass man eingeladen wird, das und so weiter. Das ist natürlich auch was, wo ich sage, ich muss doch gar keine Angst haben. Ich habe so viele Leute, die mir im Ernstfall helfen würden, wenn ich jetzt morgen pleite wäre oder mein Konto wird gesperrt. Ich glaube, es gibt genug, die mir dann was spenden, damit ich weitermachen kann. Also deshalb habe ich auch keine Angst. Und da wir sowieso unsterbliche Wesen sind, kann uns doch sowieso nichts passieren. Das kommt natürlich auch noch verschärfend hinzu. Frau Rabe, Sie wollten noch was sagen, sonst finde ich, das ist ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Wir machen, was wir machen, finde ich super, ist fast ein Buchtitel. Ja, wir machen, was wir machen. Ja? Ja. Überlegen wir uns noch den Untertitel. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese Runde. Freue mich gleich aufs Q&A. Herzlichen Dank an Jutta Rabe, Patrick Barb, an... oh Gott, Frank Höfer. Matthias Bröckers und Frank Höfer. Vielen, vielen Dank. Ja. Ja. Mit wem hatte ich heute nochmal gesprochen? Wie war das Thema? Warum denke ich jetzt gerade wieder an die USA? Egal. Also, in diesem Sinne, einen schönen Abend noch. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und wie immer bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss, gute Nacht. Auf Augenhöhe.